Geisterjäger John Sinclair, Band 1703. So grausam, schön und tödlich. Blut. Ich brauche Blut. Der Gedanke an den roten Lebenssaft der Menschen trieb die Vampirin Justine Carvalho an wie ein Motor. So eilte sie durch die Nacht, war wie ein Schatten oder glich hin und wieder einem gefährlichen Raubtier auf zwei Beinen. Blut. Ja, sie würde es bekommen, und sie wusste auch schon, von wem. Die eine hieß Rachel Fleming. Sie war jung, schön, ausgelassen und blond. Die andere hieß Fiona Jackson. Im Gegensatz zu Rachel war ihr Haar rotbraun. Es schimmerte wie Mahagoni, und wenn das Licht bestimmte Stellen erreichte, bekam es sogar einen hellen Glanz. Beide waren nicht miteinander verwandt, aber sie fühlten sich wie Schwestern. Sie hatten die gleichen Interessen. Sie besaßen genug Geld, sie liebten das Leben, und sie waren so etwas wie It Girls. Junge Frauen, die überall präsent waren, wo es passte. Kein scharfes Event ohne sie. Keine coole Party, die sie nicht besucht hätten. Rote Teppiche waren für sie kein Neuland. Ebenso wenig wie die Kameras der TV-Sender. Sie waren die Girls, die in den Klatschmagazinen auftauchten, deren Gesichter man oft sah, aber nie wusste, wo man sie einordnen sollte. Zu den a zählten sie nicht, aber sie waren überall dabei. Das Geld ihrer Eltern ermöglichte ihnen ein derartiges Dasein und auch die kleinen, aber teuren Wohnungen an der Waterfront. Wo das pralle Leben pulsierte, waren sie zu finden, und Partys gab es in London jede Nacht. In der Szene waren sie bekannt. Sie brauchten nicht mal eingeladen zu werden. Sie kamen an, sie hatten Spaß, und die Leute hatten Spaß mit ihnen. Fiona und Rachel wussten, wie sie die Nacht herumbekamen, und das nicht nur im Sommer, wenn das Leben draußen pulsierte. Die kalte Jahreszeit bot ihnen auch keine Pause. Den Tag über verschlafen, oder einen großen Teil davon. Zwischendurch shoppen gehen, dann auf die Piste. Wenn sie an den Fenstern ihrer Apartments standen und hinausschauten, dann fiel ihr Blick auf die Themse. Nicht weit entfernt drehte sich ein riesiger beleuchteter Ring, das große Riesenrad, das auch London Eye genannt wurde. Es war ihre Stadt, die sie fast jeden Tag neu eroberten und wozu sie auch die Nächte zählten. Das Jahr neigte sich dem Ende zu. Der letzte Monat war zwar noch nicht angebrochen, aber auch jetzt gab die Partygesellschaft keine Ruhe. Im Gegenteil. Man holte nur kurz Luft, um sich später in die Christmasfeten stürzen zu können. Darauf richteten sich die beiden schon jetzt ein, denn sie hatten sich sogar das entsprechende Outfit besorgt. Weihnachtsmützen, entsprechende Mäntel und darunter Kleider, die mehr scharfen Desus glichen. Ihre Wohnungen lagen nebeneinander, sie waren der eigentliche Treffpunkt, wenn es etwas zu bereden gab. An diesem Abend hatten sie sich bei Fiona verabredet. Sie wollten sich auf etwas Besonderes vorbereiten, auf ein Event, zu dem sie eine Bekannte führen wollte, der sie vor knapp einer Woche in die Arme gelaufen waren. Das war auf einer Grillfete in einem Innenhof gewesen. Dort hatte sich die schwarze Szene versammelt, Gruftis und welche, die es vielleicht werden wollten, ansonsten nur scharf auf die Musik waren, die bei diesen Treffen gespielt wurde. Fiona und Rachel waren mehr durch Zufall hineingeraten, aber es hatte ihnen gefallen. Es war mal etwas ganz anderes. Es gab keinen großen Krach, die Menschen sahen aus wie Schauergestalten, die gut und gern in die Vergangenheit gepasst hätten. Alle trugen dunkle Kleidung, die bei den Frauen oft sehr sexy und aufreizend war. Um die Temperaturen störte man sich nicht. Feuer, das in Tonnen brannte, gab genügend Wärme ab. Und hier hatten die beiden auch die Frau gesehen, die sich etwas abseits gehalten hatte. Eine perfekte Schönheit in einem aufreizenden Lederoutfit. Ein Gesicht wie gemalt, eine Figur, die Männer mit den Zungen schnalzen ließ. Sie waren mit der Fremden ins Gespräch gekommen und hatten sich von ihr angemacht gefühlt. Zwischen ihnen hatte es regelrecht geknistert, und immer dann, wenn die Fremde mit ihrer Zunge über ihre Lippen geleckt hatte, war ihnen beiden ein Schauer über den Rücken gelaufen. Da hatten sie die eigentliche Umwelt beinahe schon vergessen. Mögt ihr das hier? Die Frage hatte sie überrascht. Sie hatten zugestimmt, und die Fremde hatte nur gelacht, bevor sie ihren Kommentar gab. Das hier ist doch Kinderkram. Ihr gehört doch gar nicht hierher. Rachel und Fiona waren überrascht, aber sie waren auch auf diese Bemerkung eingegangen und hatten sofort eine Frage gestellt. Weißt du etwas Besseres? Klar. Und was? Zuerst hatten sie keine Antwort erhalten. Die Fremde mit dem hellblonden Haar hatte sie länger als gewöhnlich angeschaut und sie dann gestreichelt, zart und trotzdem sehr fordernd. Dann hatte sie gesprochen, und zwar mit einer Stimme, die einen verschwörerischen Klang hatte. Ihr seid einfach zu gut für diese Feten. Ihr braucht etwas Besseres. Das sehe ich euch an. Fiona und Rachel fühlten sich geschmeichelt und wollten wissen, was die Blonde meinte. Die rückte nicht sofort mit der Antwort raus und fragte nur, Liebt ihr Überraschungen? Immer, sagte Rachel. Dann lasst euch überraschen. Ich werde euch zu einer irren Party mitnehmen. Und wo soll die ablaufen? Das sage ich euch später. Wann treffen wir uns? Die Frage hatte sie überrascht, aber beide wollten auch mitmachen, und so erhielt die Blonde eine Antwort. Egal wann, wir haben Zeit. Ich rufe euch an. Gibt es eine Handynummer? Klar. Sie gaben ihre Telefonnummern her und wunderten sich selbst darüber, dass sie ohne Misstrauen waren. Es lag an dieser Blonden die sie praktisch in ihren Bann geschlagen hatte. Ja, das ist gut, wurden sie gelobt. So kann man zusammenkommen. Und was ist das für eine Party? fragte Fiona. Die blonde grinste breit. Eine heiße. Sex und? Nein, nein, nicht direkt. Aber indirekt ist sie schon erotisch. Das gebe ich zu. Die Antwort hatten sie gehört, nur nicht richtig verstanden. Sie wollten es allerdings nicht zugeben, und so nickten sie beide, womit sie erklärten, dass sie einverstanden waren. Sehr schön. Die Blonde umarmte beide und flüsterte ihnen jeweils dieselben Worte in die Ohren. Es wird völlig neu für euch sein, das verspreche ich. Ihr werdet sie nie vergessen. Der letzte Satz hatte die Girls noch neugieriger gemacht, aber sie konnten keine Fragen mehr stellen, denn die Blonde drehte sich um. Und doch rief ihr Fiona noch eine Frage nach. Wie heißt du eigentlich? Die Blonde drehte sich um. Justine. Einfach nur Justine. Dann war sie weg. Über diese Begegnung hatten Fiona und Rachel in den folgenden beiden Tagen und Nächten immer wieder gesprochen. Beide waren sich nicht sicher gewesen, was sie von dieser Frau halten sollten. Sie hielten sie sogar für eine Angeberin, obwohl sie nicht richtig davon überzeugt waren. Dann war der Anruf gekommen. Er hatte Rachel erreicht und ihr war klar gemacht worden, dass sie am Abend dieses Tages Besuch bekommen würden. Rachel hatte zugestimmt und jetzt warteten beide in der Wohnung der dunkelhaarigen und spürten ihre Nervosität. Das ist verrückt, nicht? Was ist verrückt? Fragte Fiona. Dass wir uns auf so etwas eingelassen haben. Fiona kicherte. Wieso denn? Die ist heiß, die will uns was Neues bieten, das weiß ich. Bist du nicht immer scharf darauf gewesen, das Neue zu genießen? Ja, das bin ich. Okay, wir machen mit. Fionas Augen glänzten. Diese Justine ist was Besonderes, das spürte ich. Sie hat nicht geblufft. Hast du ihre Augen gesehen? Ja, und? Die haben einen Blick gehabt, der ging mir durch und durch. Der war schon sezierend. Rachel erhob sich von der schwarzen Couch. Kann sein, aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Sie trat an die Bar und griff zu einer kleinen Flasche Wasser, die sie in der Hand drehte. Ich habe das Gefühl, dass sie scharf auf uns ist. Fiona lachte. He, meinst du, dass sie Sex mit uns haben will? Erraten. Fiona lächelte. Dabei wurden ihre Augen schmal, und ein gewisses Locken trat in ihren Blick. Wäre dir das denn so unangenehm? Rachel blies die Wangen auf. Das weiß ich nicht, darüber habe ich nie nachgedacht. Vielleicht sind auch noch ein paar geile Typen dabei, wäre doch nicht übel, oder? Das haben wir bisher noch nie gemacht. Fiona winkte ab. Stell dich nicht so an, einmal ist keinmal. Man muss alles mal mitgemacht haben, denke ich, oder siehst du das anders? Rachel stellte die Flasche wieder weg. Ehrlich gesagt, ich muss mich daran noch gewöhnen. Dann tu es, du hast noch Zeit, du. In diesem Augenblick meldete sich die Klingel. Beide hatten zwar damit rechnen müssen, zuckten aber trotzdem zusammen. Es ist deine Wohnung, sagte Rachel. Fiona hatte verstanden. Sie ging in den kleinen Flur und meldete sich über die Sprechanlage. Wer ist da? Ich, Justine. Okay, ich mach auf. Es würde etwas dauern, bis der Lift die siebte Etage erreicht hatte. Fiona ging wieder zu ihrer Freundin und nickte ihr zu. Okay, sie ist auf dem Weg. Sehr gut. Meinst du? Rachel hatte ihre Bedenken abgeschüttelt. Da müssen wir durch, Fiona, Süße. Du kannst jetzt nicht mehr abspringen, und sollte uns die Show nicht gefallen, können wir sie noch immer verlassen. Wir sind frei und keine Gefangenen. Okay, ich bin dabei. Fiona hob den linken Daumen an und betrat erneut den Flur. Sie zog die Wohnungstür auf und zuckte leicht zusammen, als sie die Besucherin direkt vor sich stehen sah. Es war Justine, und sie lächelte. Komm rein, sagte Rachel nur. Die blonde Justine betrat die Wohnung mit einer Sicherheit, als wäre sie hier zu Hause. Dass sie sich umschaute, geschah rein gewohnheitsmäßig. Dabei nickte sie. Coole Unterkunft. Uns gefällt sie auch, meinte Fiona. Schön. Und wer bezahlt? Unsere Väter. Noch besser. Justine schaute sich um. Sie trug die gleiche Kleidung wie bei der ersten Begegnung. Da saß das Leder wie eine schwarze Haut, und aus dem tiefen Ausschnitt quoll ein Teil ihrer Brüste. Nicht, dass es ihnen etwas ausgemacht hätte, aber die beiden It-Girls wunderten sich über dieses Outfit, das so gar nicht zu der entsprechenden Jahreszeit passen wollte. Frierst du nicht? fragte Rachel. Nein. Wieso nicht? Justine lachte. Ich bin neben etwas Besonderes. Habt ihr das nicht gewusst? Wie sollten wir? Dann wisst ihr es jetzt. Fiona wechselte das Thema. Du bist jetzt da und wir erinnern uns an dein Versprechen. Was hast du vor? Wo findet die Party statt? Was müssen wir anziehen? Hm. Justine schaute sie kurz an. Beide trugen enge Hosen und T-Shirts mit einem Perlenmuster vor der Brust. Es war ihre Alltagskleidung. Ihr könnt so bleiben. Das wollten sie nicht glauben. Was hast du gesagt? fragte Rachel. Ja, ihr braucht euch nicht umzuziehen. Da war erstmal das große Schweigen angesagt. Justine ließ sie in Ruhe nachdenken. Sie stand da und hatte die Hände in die Seiten gestemmt. Rachel fasste sich zuerst. Also, wir müssen uns nicht umziehen? So ist es. Und wo findet die Party statt? Hier. Auch diese Antwort überraschte sie so sehr, dass sie keine Antwort geben konnten. Die beiden Freundinnen wollten lachen oder etwas sagen, aber das schafften sie nicht. Sie standen da und fühlten sich wie vor den Kopf geschlagen. He, was ist los mit euch? Rachel wollte lachen, es wurde nur ein Krächzen. Sie fand erst danach ihre Worte. Damit haben wir nicht gerechnet, ehrlich nicht. Du hast doch was von einer Fete gesagt. Justine nickte. Habe ich auch. Und? Jetzt lachte sie leicht hämisch. Ich habe nicht gesagt, wo sie stattfindet, aber jetzt wisst ihr Bescheid. Hier in eurer Wohnung. Das ist doch irre. Fiona stieß die Luft aus. Und wer kommt noch? Niemand, meine Lieben. Wir sind bereits vollzählig. Eine Fete zu dritt. Für die beiden war das wie ein Schlag in den Magen. Sie sprachen es nicht aus, aber sie fühlten sich schon hintergangen, und in ihnen breitete sich ein etwas ungutes Gefühl aus. Sie fühlten sich schlichtweg übertölpelt. Das, das verstehen wir nicht. Das ist uns zu hoch. Wieso sagst du das? Justine schaute Rachel an. Weil es stimmt. Wir feiern hier eine Fete. Eine besondere. Das kann ich euch versprechen. Rachel verzog den Mund. Nur zu dritt? Klar. Fiona kam einen Schritt vor. Sollen wir uns hier zutrönen? Alkohol, Drogen und. Nein. Nichts davon. Justine rieb ihre Hände. Wenn ich dabei bin, brauchen wir sowas nicht. Dann, Sex? Justine zwinkerte Fiona zu. Willst du das denn? Bist du geil darauf, Blondie? Sie bekam einen roten Kopf. Nun ja, ich würde, ich würde, du bekommst deinen Sex, nur anders als du es dir vorgestellt hast. Das kann ich versprechen. Die beiden schauten sich an. Die Fragen lagen ihnen auf der Zunge. Sie trauten sich nicht, sie zu stellen. Los, raus damit! Forderte Justine sie auf. Rachel nickte. Mit leicht belegter Stimme stellte sie die Frage: Gut, wie sieht der Sex aus? Sie erhielten eine Antwort, mit der sie nicht gerechnet hatten. Sie war auch zu abgefahren, obwohl Justine nichts sagte. Sie bewegte nur ihren Mund zog die Lippen zurück und präsentierte ihre beiden scharfen Vampirzähne. Das war die Antwort, und sie schockte die beiden Frauen. Seltsamerweise glaubte keine von ihnen an einen Scherz, denn diese Person sah nicht so aus, als würde sie scherzen. Das war kein künstliches Gebiss, das sich jemand in den Mund steckte und es dann wieder herausnahm, wenn der Schrecken vorbei war. Zwischen ihnen stand das Schweigen wie eine Wand. Keiner wollte etwas sagen. In ihren Köpfen rasten die Gedanken. Und beide hatten weiche Knie. Und? fragte Justine, die sich etwas breitbeinig hinstellte. Rachel fand die Sprache wieder. Du, du bist ein oder eine... Sprich es aus? Sie zuckte zurück. Nein, das will ich nicht. Dann sage ich es euch. Ich bin ein weiblicher Vampir. Ich lebe davon, indem ich das Blut der Menschen trinke. Ich bin oft unterwegs und halte Ausschau nach Nahrung, und Ihr seid mir besonders aufgefallen, denn ich habe Euch schon länger beobachtet. Nur habt Ihr mich nicht sehen können. Wieder entstand eine Schweigepause. Die Lage war einfach zu unwirklich geworden, dass eine der beiden Frauen hätte etwas sagen können. Der Schock saß tief. Obwohl sie zu zweit waren, fühlten sie sich unterlegen. Plötzlich unterbrach Fiona die Stille durch ein schrilles und unnatürliches Lachen. Sie schüttelte wild den Kopf und rief schließlich Das glaube ich nicht, das ist verrückt, das ist so verdammt abgefahren, nein, das kann nicht stimmen. Justine tat nichts. Sie wartete einfach nur, bis sich Fiona beruhigt hatte. Alles klar? fragte sie dann. Nein, flüsterte Rachel. Was ist mit der Party, von der du gesprochen hast? Ich sagte es schon, sie findet statt. Hier. Ja, hier in dieser Wohnung. Sie wird meine Party werden. Eine Blutparty, die meinen Hunger stillt. Denn ihr sollt so werden, wie ich es bin. Ich will, dass auch ihr euch bald vom Blut der Menschen ernährt. Rachel und Fiona hatten jedes Wort verstanden, nur wollte das Gesagte nicht in ihre Köpfe. Es war einfach zu absurd. Natürlich wussten sie, was Vampire waren. Gerade in der letzten Zeit hatten sie in den Medien Hochkonjunktur. Ob das nun im TV war, in den Büchern oder auf Gruselfeten. Vampire waren überall zu finden. Aber sie waren auch ein Fake und keine Tatsache. Das sah hier anders aus. Vor ihnen stand so etwas wie eine Sexgöttin, die ihre beiden spitzen Zähne präsentierte, und das war kein künstliches Gebiss. Die Dinger sahen anders aus. Die Freundinnen waren blass geworden. Sie sahen jetzt schon aus, als hätten sie ihr Blut verloren. Sie wollten wohl nachdenken, doch das gelang ihnen nicht. Sie waren durcheinander. Sie standen da und schluckten. Ihre Augen lagen tief in den Höhlen. Und beide fühlten sich wie in einem Gefängnis eingeschlossen. Fiona Jackson war diejenige von ihnen, die immer schneller den Mund aufmachte. Das tat sie auch jetzt, und sie fragte mit leiser Stimme Das ist doch wohl ein Witz, oder? Nein, ich liebe Partys, sie wird stattfinden. Ich bin nicht umsonst hier. Ich habe Hunger, und ich will meinen Spaß haben. Das Wort Spaß war gefallen, doch beide Frauen wussten jetzt, dass dahinter ein blutiger Ernst steckte. Sie spürten, dass etwas in ihren Körper kroch, eine Kälte, wie sie nur die Angst bringen konnte. Und wenn sie in die Augen der blonden Person schauten, dann entdeckten sie darin tatsächlich den Ausdruck der Gier. Diesmal war es Rachel Fleming, die sich zuerst fasste und eine Frage stellte. Wer bist du wirklich? Wie heißt du? Ich bin Justine Cavaglio. Und ich bin euer Schicksal. Ihr werdet es in den nächsten Minuten erleben. Sie hatte genug gesagt. Jetzt zählte nur noch eines, der Angriff und dass sie ihren Trieben freien Lauf ließ. Die Cavaglio war schnell, ungeheuer schnell, jedenfalls schneller als ein Mensch. Die beiden jungen Frauen waren für sie kein Problem, sie hätte es auch mit einer Horde von männlichen Gegnern aufgenommen. Sie sah zwar aus wie ein Mensch, aber sie war kein normaler Mensch, sondern eine Wiedergängerin mit menschlichem Aussehen. Zuerst räumte Justine Rachel aus dem Weg. Es sah so aus, als wollte sie zuschlagen, was sie nicht tat, denn im letzten Augenblick änderte sie ihr Vorhaben. Sie griff blitzschnell zu und hob die blonde Frau so locker an, als wäre sie leicht wie eine Styroporpuppe. Für einen winzigen Moment schwebte der Körper in der Luft. Dann flog er zurück und prallte neben der Tür gegen die Wand. Aus Rachels Mund löste sich ein Schrei, bevor sie auf dem Boden landete und verstummte. Um sie machte sich die Cavaglio keine Gedanken mehr. Jetzt war Fiona an der Reihe. Die junge Frau mit den rotbraunen Locken hatte alles mit angesehen, aber sie war nicht in der Lage gewesen, einzugreifen, denn sie stand unter Schock. Was da auf ihre Freundin zugekommen war, hatte sie nicht voraussehen können. Es war alles zu schnell gegangen und ihre Besucherin hatte sich bewegt wie ein Wirbelwind. Justine schaute sie an. Sie lächelte. Nein, das war kein Lächeln, sondern ein wissendes Grinsen, und die beiden Zähne waren ebenfalls noch vorhanden. Es hatte keinen Sinn mehr auf ein künstliches Gebiss zu hoffen. Ein blitzschneller Schritt nach vorn, und Justine hatte ihr zweites Opfer erreicht. Sie stand dicht davor und sah die Angst in den Augen der jungen Frau. Fiona war aufgesprungen. Sie hatte fliehen wollen, was ihr nicht gelungen war. Sie wusste nicht, ob sie sich setzen sollte oder nicht. Justine nahm ihr diese Entscheidung ab. Sie schnalzte mit der Zunge, dann tippte sie die Frau an, und Fiona Jackson kippte nach hinten. Sie wäre auf den Boden gefallen, hätte ihr die Vampirin nicht einen Stoß gegeben, der dafür sorgte, dass sie sich leicht drehte und sie auf die Couch prallte. Angst? Fiona nickte. Musst du nicht. Es wird alles ganz leicht sein. Für dich und auch für mich. Justine fügte keine weiteren Erklärungen hinzu. Sie handelte, und sie drückte ihre Hand gegen die Schulter der Frau. Fiona kippte nach hinten. Recht langsam. Und während sie fiel, sah sie das grinsende Gesicht der Blutsaugerin. Mit dem Kopf landete Fiona auf der Seitenlehne. Und das war genau die Position, die der Cavallio gefiel. Gegenwehr erlebte sie nicht. Fiona Jackson lag stocksteif da. Sie zitterte auch nicht. Sie hielt nur ihren Blick auf das Gesicht der Blonden gerichtet, die sie weiterhin angrinste. Du bist schön, Fiona. Sehr schön. Ebenso wie deine Freundin. Ich weiß schon jetzt, daß mir euer Blut munden wird. Jedes Wort war von Fiona Jackson verstanden worden. Es jagte ihr Entsetzen ein. Sie fühlte sich nicht mehr als Mensch, sondern nur mehr als Wesen, das einen bestimmten Zweck erfüllen musste. Sie sollte ihr Blut hergeben. Sie würde das erleben, über das man sonst nur las oder sich in irgendeinem Film ansehen konnte. Das war einfach völlig daneben. So etwas konnte nicht der Realität entsprechen, und doch verschwand das Bild nicht, auch wenn sie es sich noch so intensiv wünschte. Justine Carvalho ließ sich Zeit. Es sah lässig aus, als sie ihren Oberkörper nach unten beugte. Eine Hand berührte die Schulter der Liegenden, die zweite sorgte mit einem Griff dafür, dass der Kopf auf die rechte Seite gedrückt wurde, so dass sich die Haut an der linken Halsseite spannte. Es tut nicht weh, meine Liebe. Du wirst kaum etwas spüren. Aber ich werde satt werden. Ich trinke auch nicht dein ganzes Blut, denn ich habe noch eine Reserve hier im Zimmer. Jedenfalls ist es das, was ich mir erhofft habe. Obwohl sich Fiona vorkam wie eine Fremde in ihrem eigenen Körper, bekam sie alles mit. Sie spürte sogar die erste Berührung an ihrem Hals, über die eine Zungenspitze leckte. Die Bewegung wurde von einem leisen Knurren begleitet. Es war ein Geräusch, das auch eine gewisse Zufriedenheit ausdrückte. Ich kriege dich. Bald bist du in meiner Welt, kleine Fiona. Dann werden wir. Sie sagte nicht mehr, was dann geschehen würde, denn Justine bis zu ein leises Ach entwich aus Fionas Mund, als die Spitzen der Zähne die Haut trafen und sie an zwei Stellen einrissen, so dass das erste Blut sprudeln konnte. Weit hatte die Cavallo ihren Mund aufgerissen. Eine Ader war durch den Biss getroffen worden, und jetzt drängte sich das Blut hervor und spritzte hinein in den Mund. Es war ihre Nahrung. Es war ihr Labsal. Es machte sie zufrieden und satt. Sie trank routiniert. Sie saugte, sie schleckte. Es störte sie nicht, dass sich ihr Opfer wehren wollte, doch es wurde nur ein Zucken der Beine daraus. Alles lief für sie wunderbar. Es war wie immer. Sie war die Größte, sie war die Siegerin, und das Blut war einfach eine köstliche Gabe, die ihr eine ewige Existenz garantierte. Der Aufprall gegen die Wand war hart gewesen. Zuerst dachte Rachel, man hätte ihr Kreuz gespalten. Sie brach in die Knie, vor ihren Augen zuckte es. Und dann hockte sie auf dem Boden, während sie die Wand in ihrem Rücken spürte. Der Zustand, in dem sie sich befand, war alles andere als beneidenswert. Sie hatte das Gefühl, in eine tiefe Bewusstlosigkeit zu fallen, wehrte sich zugleich dagegen und schaffte es, dass sie nicht wegtrat. Nur konnte sie sich nicht bewegen. Jemand stöhnte halblaut. Es verging eine Weile, bis ihr klar wurde, dass sie das Stöhnen ausgestoßen hatte und nicht ihre Freundin Fiona. Ihr Kopf war schwer geworden. Er sagte immer wieder nach vorn, und sie erlebte die Ankunft irgendwelcher Wellen, die gegen sie schwappten, als sollte sie weggerissen werden. Sie schaffte es, den Kopf zu heben. Es geschah mit einer unendlich müden Bewegung. Sie öffnete die Augen und hätte sie am liebsten wieder geschlossen, als sie sah, was in diesem Zimmer passierte. Fiona lag auf der Couch. Sie wirkte wie eine Puppe. Auf ihrem Körper lag ein zweiter. Der Mund war mit dem Hals der Freundin verbunden. Dieses Bild schockte sie so sehr, dass sie nicht an ihr eigenes Schicksal dachte. Es war einfach schrecklich, so etwas sehen zu müssen. Alles, was sie sich bisher nicht hatte vorstellen können, war nun eingetreten. Sie waren in die Fänge einer Blutsaugerin geraten. Das war keine Einbildung, denn diese schreckliche Person schmatzte, saugte und gab dabei ein zufriedenes Brummen ab. Und sie sah zudem, dass sich zwischen dem Hals des Opfers und dem Mund der Vampirin ein roter Blutstreifen abzeichnete. Das Grauen hatte in die normale Welt Einzug gehalten. Man begriff es nicht, aber Rachel musste es begreifen. Und sie war auch gezwungen, einen Schritt weiter zu denken, denn sie wusste genau, dass sich die Cavallio nicht mit einem Menschen zufrieden geben würde. Es gab noch ein zweites Opfer. Und Rachel Fleming wollte auf keinen Fall zu einer Wiedergängerin gemacht werden. Sie wunderte sich darüber, welche Kraft trotz allem in ihr steckte. Plötzlich waren die Schmerzen und der Druck im Kopf vergessen. Sie dachte nur noch daran, ihr Leben zu retten. Aufstehen, aus der Wohnung rennen, in das Treppenhaus flüchten, dann würde sich alles hoffentlich von alleine geben. Die Blonde saugte weiter. Sie war in ihrem Element. Von Fiona war nichts zu hören. Ein Arm war über die Kante der Couch gerutscht und hing nach unten, wobei die Fingerspitzen den Boden leicht berührten. Rachel Fleming war schwach. Sie wusste, dass sie Probleme haben würde, auf die Beine zu gelangen, und deshalb kroch sie das erste Stück auf Händen und Füßen. Dabei hielt sie den Kopf nach rechts gedreht, weil sie die Blutsaugerin nicht aus den Augen lassen wollte. Dann stand sie auf. Es war ihr Fehler, dass sie es mit einer ruckartigen Bewegung tat und dabei ihren Zustand vergaß. So kam sie zwar auf die Beine, doch in diesem Augenblick fing das Zimmer an, sich vor ihren Augen zu drehen. Rachel hatte das Gefühl, über dem Boden zu schweben. Sie lief zwar, geriet aber aus der normalen Richtung und prallte neben der Tür gegen die Wand. Mit übermenschlicher Anstrengung riss sie sich zusammen, denn sie wollte nicht wiederfallen, doch als sie das harte Lachen hörte, da wusste sie, dass der Fluchtversuch umsonst gewesen war. Das Blut schmeckte köstlich. Es war einfach wunderbar, es trinken zu können. Zuerst hatte sich die Cavaglio gierig verhalten, als könnte sie nicht genug von dem Lebenssaft bekommen. Eine Weile später war der erste Hunger gestillt. Jetzt gab es für sie nur noch den Genuss, und sie erlebte mit jeder Sekunde, die verging, eine wunderbare Sättigung. Es gab nur sie und das Opfer. Oder doch nicht? Plötzlich war es mit der Ruhe vorbei, nicht nur mit der im Zimmer, auch mit ihrer, denn sie hatte ein Geräusch vernommen, das ihr ganz und gar nicht gefiel. Die Lippen lösten sich vom Hals der jungen Frau, und Justine drehte den Kopf nach links. Ihre Augen weiteten sich. Dann wollte sie anfangen zu lachen, riss sich aber zusammen, denn was diese Rachel Fleming versuchte, wirkte auf sie lächerlich. Sie wollte fliehen, und das in einem Zustand, der dafür nicht geeignet war. Mehr taumelnd als normal laufend, bewegte sie sich auf die Tür zu. Die Füße schleiften dabei über den Boden, und es war nur eine Frage der Zeit, wann sie fallen würde. Das trat nicht ein, aber sie verfehlte die Tür und stieß gegen die Wand. Als das eintrat, hatte sich Justine bereits erhoben. Ihr Gesicht sah jetzt anders aus, denn um die Lippen herum hatte sich ein roter Blutfilm verteilt. Willst du weg, Süße? Rachel hörte die Frage, und sie gab eine Antwort, die nur ein Aufheulen war. Da lag bereits eine Hand auf ihrer rechten Schulter. Die Finger drückten leicht zu, und mit der nächsten Bewegung wurde Rachel herumgezogen, ohne dass sie sich wehren konnte. Justine schnappte ihre Handgelenke und hielt sie fest. Ihr Blick bohrte sich in den Rachel Flemings. Hast du tatsächlich gedacht, mir entkommen zu können? Rachel nickte. Du bist dumm, meine Liebe. Einfach nur dumm. Nein, so etwas wird dir nicht gelingen. Ich bin immer besser. Wen ich einmal in meinem Netz gefangen habe, den lasse ich nicht mehr los. Du gehörst mir. Und ich bin noch nicht satt. Verstehst du? Ja, ja, aber es gibt kein Aber mehr für dich, Rachel. Da sie noch immer die Handgelenke festhielt, drückte sie die junge Frau nach hinten und drehte sie leicht. Danach gab sie ihr einen Stoß, so dass Rachel mit dem Rücken gegen die Wand prallte. Mit dem Handrücken wischte die Kavaille über ihre Lippen. Und da bleibst du jetzt stehen. Ich werde dich auch im Stehen leersaugen. Alles eine Frage der Technik. Sie lachte, packte dann zu und drehte Rachels Kopf, so dass sich die Haut am Hals straffte und bereit für den alles Entscheidenden Biss war. Rachel versuchte es ein letztes Mal. Bitte, flüsterte sie, bitte nicht, ich, ich, hör auf zu jammern. Deine neue Existenz wird dir gefallen, das kann ich dir versichern. Mehr sagte sie nicht. Es war alles vorbereitet und so bis sie zum zweiten Mal zu. Rachel Fleming zuckte für einen Moment hoch, als die Spitzen der Blutzähne ihre Haut aufrissen. Doch der scharfe Schmerz verschwand schnell. Dafür erlebte sie den heftigen Druck, der sie gegen die Wand presste. Sie hatte Schmerzen, spürte, dass Blut aus der Wunde sprudelte, und erlebte, dass sich die Wahrnehmung für sie veränderte. Zwar hielt sie die Augen offen, aber die Sicht verlor an Klarheit. Als hätte jemand einen Filter, über ihre normale Welt gelegt. Die Beine gaben ihr nach, und innerhalb der nächsten Sekunden war ihr normales Empfinden völlig verschwunden. Rachel Fleming war nur noch Opfer und Lieferant zugleich. Eine knappe halbe Stunde später, die gleiche Wohnung aber schon verändert. Justine Carvalho saß auf der Couch. Ihre Lippen hatte sie gereinigt. Sie fühlte sich sauwohl, sie war zufrieden, und das war auch ihrem Gesicht anzusehen, denn es gab genau diesen Ausdruck wieder. Die beiden Frauen lagen am Boden, die blonde Rachel dicht an der Tür, und Fiona Jackson hatte den Platz auf der Couch nicht verlassen. Dort lag sie ausgestreckt wie eine Leiche, aber sie war nicht normal tot. Sie befand sich in einer Ruheposition und war im Werden. Ja, es würde noch etwas dauern, bis sie die Augen wieder aufschlug und sich normal bewegen konnte. Dann sah sie zwar noch immer wie ein Mensch aus, aber sie war keine normale Frau mehr. Man hatte sie in eine andere Existenz gebracht, und ihr Blut hatte dafür gesorgt, dass die Gier bei Justine Cavaglio verschwunden war. Jetzt stand sie vor der Entscheidung. Es war einzig und allein ihr Ritual. Sie hatte es erfunden. Es war brutal, aber letztendlich gerecht den Menschen gegenüber, die ein normales Leben führten. Für die Cavaglio zählte nur, dass sie satt war. Wenn sie das hinter sich hatte, so wie an diesem Abend auch, dann würde sie dafür sorgen, dass die neuen Vampire den normalen Menschen keine Probleme mehr machten und nicht auf die Suche nach ihrem Blut gingen. Es war leicht. Justine hatte darin Routine. Andere nannten es Pfählen. Sie, Erlösen. Beides war gleich. Sie besaß eine Waffe, die sie unter ihrer Lederkleidung versteckt trug. Es war so etwas wie ein Pfahl, den sie in die Herzen der jungen Vampirinnen stoßen würde. Dann musste die Welt keine Furcht mehr vor ihnen haben, aber Justine selbst war gesättigt. Eine grausame Logik, aber es gab keine andere Möglichkeit für sie. So war es, so würde es immer bleiben. Oder doch nicht? Die Cavaglio saß auf der Couch, schaute sich mal die blonde an, dann die dunkelhaarige und stellte fest, dass sie auch in diesem Zustand nichts von ihrem guten Aussehen verloren hatten. Weiterhin waren sie sehr hübsch anzusehen. Man konnte sie durchaus als Männerträume bezeichnen, und eigentlich wäre es schade gewesen, sie dieser Welt zu entziehen, einfach zu pfählen und in dieser Wohnung liegen zu lassen. Justine war über ihre eigenen Gedanken überrascht. So hatte sie noch nie reagiert. Jetzt aber bildete sich ein Plan in ihrem Kopf. Was würde geschehen, wenn sie die Frauen nicht tötete? Es war der einfache und normale Weg. Sie würden erwachen, sich in der normalen Welt sehen, aber sie würden nicht normal sein, sondern nur nach außen hin Menschen. In ihrem Inneren allerdings stieg die Gier nach einer neuen Nahrung hoch, und sie würde zu einer regelrechten Sucht werden, die sie nicht abstellen konnten. Sie brauchten Blut. Und wer würde ihnen das Blut geben? Menschen, egal ob es Männer oder Frauen waren. Sie würden es schon schaffen, sich den wunderbaren Lebenssaft zu besorgen. Und die Vorstellung setzte so etwas wie einen Adrenalinstoß im Inneren der Blutsaugerin in Bewegung. Das wäre perfekt. Und sie würde zuschauen würde sehen können, wie sich die beiden entwickelten und an ihrer langen Leine liefen. Das war neu, und die Cavallio freute sich schon jetzt darauf. Sie hatte nicht lange über den Plan nachgedacht. Schon jetzt stand er fest, und so ließ sie die Waffe stecken, mit der sie sonst die beiden vernichtet hätte. Das ist super, flüsterte sie. Ein neues Spiel, ein völlig neuer Anfang. Teil zwei des Plans stand auch schon fest. Sie würde warten, bis die beiden erwachten. Dann würde sie ihnen alles erklären, und sie würden sich fügen. Es waren nur Gerüchte, aber sie hatten sich immer mehr verdichtet, so dass sie auch an meine Ohren drangen. In einer gewissen Szene sollten angeblich echte Vampire unterwegs sein. Das musste nicht stimmen, denn gerade bei einem wahren Vampirhype, wie die Welt ihn im Moment erlebte, gab es immer wieder diese Meldungen. Die Szene war ein Aufruhr. Davon hatte ich nichts gemerkt, dafür meine Freundin Jane Collins, die als Privatdetektivin arbeitete und ihr Ohr stets am Puls der Zeit hatte. Sie hatte an einem Nachmittag telefonisch auf mich eingeredet und mich dazu gebracht, mich mit ihr zu treffen und mal in der Szene unterwegs zu sein. Jane Collins konnte wirklich sehr überzeugend sein, und so hatte ich zugestimmt. Unser Treffpunkt war Smithfield Market. Eine historische Stätte, denn dort befanden sich nicht nur die alten Schlachthöfe der Stadt, hier waren in früheren Zeiten auch zahlreiche Hinrichtungen durchgeführt worden. Ob man die Menschen nun geköpft oder gehängt hatte, das war egal. Es wurde viel gestorben, und das unter den Augen zahlreicher Zuschauer. So war die Gegend also etwas Besonderes. Im Norden gab es die Schlachthöfe, untergebracht in einer viktorianischen Halle, in der auch Fleisch verkauft wurde. Im Süden wurde das Gebiet vom ältesten Krankenhaus Londons begrenzt, dem St. Bartholomew Hospital, unweit von einer Kirche mit dem gleichen Namen, ein Zeugnis normannischer Baukunst. Und zwischen diesen drei Eckpunkten bewegte sich die Szene, die auch in der kalten Jahreszeit keine Pause kannte. Das hatten geschäftstüchtige Menschen bald herausgefunden und in der Umgebung zahlreiche ausgeflippte Lokale eröffnet. Das war eine Mischung aus Bars, verrückten Szene-Kneipen, in denen die Arbeiter ebenso verkehrten wie die ganz ausgeflippten und irgendwelchen Fressständen an denen Fleisch gegrillt wurde. Genau in diesem Viertel sollten sich die echten Vampire herumtreiben. Das hatte mir jedenfalls Jane Collins erklärt. Was noch wichtig für uns war, es gab in diesem Viertel tatsächlich drei Parkplätze, wo wir unseren Rover abstellen konnten. Im Sommer hätten wir hier wohl keinen Platz bekommen. Im Winter sah dies anders aus, hoffte ich. Und tatsächlich fanden wir noch eine freie Nische auf dem Platz direkt an der Smithfield Street. Angekommen, sagte Jane Collins und öffnete ihre Tür. Ich ließ sie erst aussteigen, dann war ich an der Reihe, und ich stellte die Frage, die mir schon länger auf dem Herzen brannte. Ich bin jetzt an deiner Seite, und ich soll mit dir Vampire suchen? Genau das. Okay. Dagegen habe ich ja nichts. Aber hättest du es dir nicht einfacher machen können? Wieso? Das liegt auf der Hand. Du hättest deine Mitbewohnerin Justine Carvalho mitnehmen können. Die hätte die Blutsauger bestimmt schnell aufgespürt. Jane band sich ihren hellen Schal richtig um. Ja, das hätte ich tun können. Und warum hast du es nicht getan? Weil ich nicht weiß, wo sie steckt, ganz einfach. Sie hat sich in den letzten Nächten nicht bei mir blicken lassen. Ich nehme an, dass sie wieder unterwegs ist, um irgendwo Nahrung zu sich zu nehmen. Glaube mir, ich hätte sie gern gefragt, aber sie hat es nun mal vorgezogen, zu verschwinden. Dann ziehen wir es eben alleine durch. Du sagst es. Und mit wie vielen Nächten hast du gerechnet? Oder soll es nur bei dieser einen bleiben? Wenn wir Glück haben, ja. Und wenn nicht... Sie winkte ab. Darüber reden wir in einigen Stunden. Jetzt wartet die Szene. Ich nickte nur. Und mein Gesicht zeigte keinen freudigen Ausdruck. Von der Szene hier am Smithfield Market hatte ich zwar schon gehört, aber selbst war dies für mich eine Premiere. Ich trieb mich zum ersten Mal hier herum und war mir von Anfang an bewusst, dass dies hier nicht meine Welt war. Es war kein warmer Abend. Der Winter hatte den Spätherbst verdrängt und bereits seine ersten Fühler ausgestreckt. Dementsprechend waren wir gekleidet. Jane trug einen mit Daunen gefütterten Mantel zur schwarzen Hose. Ich hatte ebenfalls eine von innen gefütterte Winterjacke übergestreift. So gerüstet hofften wir, der Kälte trotzen zu können. Sie jedenfalls war mir lieber als die große Hitze. Bevor wir den Parkplatz verließen, war ich an Janes Seite. Wir haben zwar über den Einsatz gesprochen, aber ich weiß noch nicht, wo ungefähr diese Vampire gesehen worden sind. Du hast nur von zwei jungen, hübschen Frauen gesprochen. Wenn meine Informationen stimmen, gibt es so ein bis zwei Szenekneipen, in denen sie nicht besonders auffallen, weil die meisten Gäste dort in einem verrückten Outfit erscheinen. Aha, da fallen wir wenigstens auf. Oder hast du vor, dich umzuziehen? Da Jane ziemlich nahe neben mir herging, hob sie den Arm und tippte gegen meine Stirn. Doch nicht hier, sagte sie. War nur eine Frage. Schon gut, lass uns weitergehen. Bevor wir das taten, holte Jane aus ihrer Tasche ein Stück Stoff. Wenig später entpuppte es sich als eine flache Schiebermütze, die sie sich aufsetzte. So ausgerüstet hätte sie auch im Schlachthaus mitmischen können. Sie bemerkte meinen Blick und fragte, Ist was? Nein, nein, ich kenne nur die Mütze nicht. Die sind jetzt in. Ich stellte keine weiteren Fragen. Und so machten wir uns auf den Weg. Die Szene lockte. Ich war gespannt und erlebte ein Bild, das meine anderen Gedanken verscheuchte, nämlich die, weswegen wir überhaupt gekommen waren. Es ging um Vampire, Gestalten, die aussahen wie Menschen und sich zwischen den Menschen herumtrieben, um irgendwann an deren Blut zu kommen. Wenn ich ehrlich sein sollte, dann hatten sie sich in Smithfield Market einen perfekten Platz ausgesucht. Hinter den mächtigen Mauern der Markthallen aus viktorianischer Zeit hatte damals ein Sittenverfall geherrscht, dem besonders die oberen Schichten frönten. Nicht grundlos waren um diese Zeit zahlreiche Pornos erschienen. Wir hatten den Parkplatz verlassen und kamen uns vor, als würden wir eine Bühne betreten, auf der ein Schauspiel ablief, das von keinem Regisseur geleitet wurde. Hier hatten die Akteure freie Bahn, jeder konnte tun und lassen, was er wollte. Die Kälte hatte die Besucher kaum vertreiben können. Man kämpfte einfach dagegen an. An bestimmten Stellen standen die Tonnen, aus denen Flammen züngelten und ihre Hitzeschleier verbreiteten. Es gibt in unserer Stadt genügend Flohmärkte, die jeden Tag geöffnet sind. London ist dafür ein Paradies. Und auch hier auf diesem Gelände gab es einen Flohmarkt. Nur wurde er nicht von Touristen überschwemmt wie die anderen, die in den Reiseführern aufgezeichnet wurden. Hier trafen sich die Einheimischen und schauten nach, was die Verkäufer, in der Regel auch Einheimische, zu bieten hatten. Ich hatte mich hier wirklich noch nicht herumgetrieben und beobachtete die bunte Szene voller Interesse. Es war zwar dunkel, aber von einer Nacht konnte man nicht sprechen. Wir bewegten uns in den Abendstunden und die lange Nacht lag noch vor uns. Wer einen größeren Stand nannte, der hatte ebenfalls für eine Wärmequelle gesorgt. Da schlugen die Flammen dann aus kleineren Öfen und vertrieben in ihrer Umgebung die Kälte. Die Anbieter trugen Handschuhe oder Fingerwärmer, während sie auf Kunden warteten, die hin und wieder etwas kauften. Die meisten waren erstmal da, um sich den Krimskrams anzuschauen. Da gab es wirklich alles. Von der kleinen Madonna mit und ohne Kind bis hin zum Klodeckel. Irgendein Käufer würde sich immer finden. Wenn nicht an diesem Abend, dann an den nächsten. Denn leer war der Markt nie. Jane warf mir einen Seitenblick zu, was ich aus den Augenwinkeln bemerkte. Ich wusste, dass sie mich etwas fragen wollte, und stellte mich darauf ein. Woran denkst du? Ah, rate mal. Dann hätte ich dich nicht gefragt. Zumindest nicht an Vampire, wenn ich mir das hier alles so anschaue. Sie sollen aber hier sein. Ich hob die Schultern. Mal schauen. Hast du dir denn Gedanken darüber gemacht, wo wir sie finden können? Nicht wirklich. Die Detektivin ging noch zwei Schritte weiter und blieb vor einem Stand stehen, hinter dem ein Mann neben der Feuertonne stand und seine Hände über den Flammen wärmte. Er trug eine Pudelmütze und hätte sich nicht zu weit nach vorn beugen dürfen, weil sonst sein Bart angesenkt worden wäre. Er sah, dass eine Kundin gekommen war und drehte sich von der Tonne um. Hi, hey Jane! Da bist du ja. Hatte ich dir versprochen, Ricky. Die beiden kannten sich, was mich im Prinzip nicht wunderte. Jane war mit vielen Menschen bekannt. Ich habe Ricky mal aus der Patsche geholfen, flüsterte sie mir zu und grinste ihn dann an. Außerdem gehört er zu meinen Informanten. In diesem Fall auch? Ja. Dann könnte er mehr über Vampire wissen? Wir werden sehen. Ricky verkaufte Ledersachen, vom Gürtel über Westen bis hin zu Taschen. Bei ihm war alles preisgünstig und echt. Sein Gesicht konnte man eigentlich nicht vergessen, weil in ihm die dicke Brille mit dem dunklen Horngestell auffiel. Er hatte mich gesehen und fragte: Wer ist das? Ein Kollege. Verdient er dein Vertrauen? Jane grinste mich an. Fast immer. Und heute habe ich ihn mal mitgenommen. Ricky schaute mich aus seinen Eulenaugen an. Er schien zu überlegen, wie er mich einschätzen sollte, akzeptierte mich. Und wandte sich wieder Jane Collins zu. Aufgefallen ist mir nichts. Okay. Was aber nicht heißen soll, dass sie verschwunden sind. Die beiden werden sich schon ihre Opfer suchen. Und hier auf dem Markt und in den Kneipen können sie durchaus wählerisch sein. Ich mischte mich ein und fragte: Können Sie uns denn eine Beschreibung geben? Kann ich, aber die wird euch kaum helfen. Die eine ist blond, die andere hat braune Haare mit einem Stich ins Rötliche. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ach ja, sie sehen verdammt gut aus. Die beiden sind ein Schuss, kann ich euch sagen. Aber heute sind sie noch nicht hier vorbeigekommen. Und sie haben sie auch nicht gesehen? Die Antwort gab er Jane. Dein Typ stellt Fragen. Das gehört bei uns dazu. Ricky rieb seine Hände und schüttelte den Kopf. Nein, heute habe ich sie noch nicht gesehen. Er drehte den Kopf zur Seite, weil eine ältere Frau am Stand stehen geblieben war und sich für einige Gürtel interessierte, die sie prüfend durch ihre Hände gleiten ließ. Wo haben Sie die beiden denn gesehen? In der Disco. Es gibt ja hier einige davon. Diskos und Pubs. Wobei die Diskos eigentlich Pubs sind und nur von den Leuten zu welchen gemacht wurden. Hat die auch einen Namen? Half Moon. Danke, das ist schon mal was. Die Kundin hatte sich für einen Gürtel entschieden, der ein Kroko-Imitat war. Den nehme ich. Gute Wahl. Sie werden lange Freude daran haben. Hoffentlich. Ich stieß Jane an. Gehen wir? Sie schüttelte den Kopf. Nein, warte noch einen Augenblick. Ich muss Ihnen noch was fragen. Gut. Ricky hörte wieder zu. Er sprach davon, dass es seine erste Kundin heute war, und Jane tippte ihn mit dem ausgestreckten Zeigefinger an. Da ist noch was, sagte sie. Ich höre. Du hast mir ja erklärt, dass du die beiden Schönen als Vampirinnen eingeschätzt hast. Das stimmt auch, unterbrach er sie. Ja, das glaube ich dir. Alles klar, aber ich möchte auf etwas Bestimmtes hinaus. Sag schon. Wenn irgendwo diese Blutsauger herumlaufen, sind die Opfer meist nicht weit. Hast du sie gesehen? Sind sie dir aufgefallen? Laufen noch andere Gestalten hier herum, die von den beiden gebissen worden sind, und jetzt ebenfalls Blut trinken wollen? Ricky musste schlucken. Du denkst an so etwas wie eine Kettenreaktion? Genau daran. Der Händler musste nicht lange nachdenken. Nein, auf keinen Fall. Ich habe nichts davon gesehen. Ich kenne nur die beiden und konnte sehen, was sie für Zähne haben. Es war auch mehr Zufall, das weißt du. Sie sind dann im Dunkeln verschwunden und nicht mehr aufgetaucht. Aber sie waren in der Disco. Alles klar, Ricky. Wir bedanken uns bei dir und halte weiterhin die Augen auf. Mach ich glatt. Ich nickte ihm ebenfalls zu, bevor wir uns umdrehten und seinen Stand verließen. Jane wartete einige Sekunden, bevor sie fragte. Nun, was sagst du dazu? Interessanter Typ, dieser Ricky. Weiß ich. Er ist jemand, der mit offenen Augen durch die Welt läuft und sich umschaut. Woher kennst du ihn? Ich habe ihn mal geholfen, als man ihm gestohlene Ware untergejubelt hat. Ich konnte ihn rausreißen. Das vergisst er mir nie. Gut, wenn man solche Leute kennt. Das stimmt wirklich. Ich blieb neben einem Wagen stehen, der mehr eine Karre war und auf zwei Rädern fuhr. Er hatte allerdings einen Aufbau und dahinter stand ein Mann, der Erdnüsse verkaufte. Seine Hand fasste nach einer Tüte, um sie mir zu reichen. Nein, danke. Geizhals. Jane erbarmte sich und kaufte eine Tüte. Ich musste grinsen, und sie fragte nach dem Grund. Ach, mir ist nur etwas eingefallen. Raus damit. Weißt du, was die wichtigsten Körperteile beim Mann sind? Sie schüttelte den Kopf. Die Beine. Ach, sagte sie und verdrehte die Augen. Und wieso die Beine? Wenn er die nicht hätte, dann hätte er Erdnüsse. Über den Witz lachte nur ich allein. Denn Jane drehte sich ab und ging weiter. Als ich sie erreichte, knabberte sie an einigen Nüssen. Wo zieht es dich hin? fragte ich. Ins Half Moon. Ich bin dabei. Um in die Gegend der Kneipen zu kommen, die allesamt zum Schlachthauskomplex gehörten, mussten wir den Flohmarkt verlassen. Ob wir uns auf einer Straße oder einem Platz bewegten, war nicht genau festzustellen. Jedenfalls konnte man diese Gegend als Flaniermeile der ausgeflippten Typen, zwischen die sich auch normale Besucher gemischt hatten, bezeichnen. Wir zuckten zurück, als ein Feuerschlucker in unserer Nähe auftauchte und seine Flamme von sich blies. Er sah unser Erschrecken und lachte schrill auf. Dann verschwand der Typ, der ein schwarzes Kostüm mit einem Flammenmuster darauf trug. Man hatte sich zurechtgemacht. Normal waren nur die Menschen angezogen, die sich in diese Gegend verirrt hatten, und davon gab es nicht eben viele. An einem Imbissstand sahen wir zwei Drag Queens, Männer, die sich als Frauen verkleidet hatten und in ihren bunten Kostümen und dem Glitter im Haar auffielen. Einer der beiden sah uns und erkannte Jane. Hey Jane, süße, was machst du denn hier? Rate mal, willst du in unsere Mitte? Nein, lieber nicht. Und was ist mit deinem Freund? Da ich mich angesprochen fühlte, gab ich auch eine Antwort. Danke, ich verzichte zugunsten anderer. Schade, bei dir hätte es uns warm werden können. Beide lachten, und doch ich musste grinsen. Woher kennst du die beiden? Einer von ihnen arbeitet in einer Bank. Er führt ein Doppelleben. Als er mal erpresst werden sollte, habe ich ihm geholfen. Der Erpresser ist dann gestorben, auf der Flucht vor der Polizei verunglückt. Was dem einen sein Glück, ist dem anderen sein Pech. So ist das Leben. Es war ein buntes Völkchen, das sich hier zusammengefunden hatte. Wir konnten uns normal bewegen und mussten keine Furcht davor haben, überfallen zu werden. Das hier war eine Welt für sich, und die blieb auch für sich. Im Schlachthaus lief der Betrieb über 24 Stunden. Hier wurde geschuftet. Und wer Pause hatte oder auch Feierabend, der gönnte sich einen Drink. So war es nicht verwunderlich, dass sich unter das bunte Völkchen auch die Mitarbeiter des Schlachthauses mischten. Man akzeptierte sich gegenseitig. Trotz des nicht eben warmen Wetters hatten die Inhaber der Pubs und Imbisse Bänke und Stühle nach draußen gestellt. Die recht rauchlosen Feuer gaben genügend Wärme und alte Bogenleuchten spendeten Licht. An manchen Fassaden hingen Girlanden. Die meisten sahen recht traurig aus, weil sie ziemlich durchhingen, was uns nicht störte. Wir suchten den Pub mit dem Namen Hafmon. Und noch etwas gab es Musik. Von überall her schallte sie an unsere Ohren. Da gab es die Musiker, die im Freien agierten und dort auf allen möglichen Instrumenten spielten. Die Klänge drangen allerdings auch aus den offenen Türen der Kneipen, und es war wirklich ein wilder Mischmasch, den wir dort zu hören bekamen. Da wir uns gut orientiert hatten, fiel uns das Halbmond auf. Über dem Eingang war ein künstlicher Halbmond angebracht, auf dessen Fläche Straßsteine klebten, und dafür sorgten, dass er von einem Glitzerschein umgeben wurde. Jane lachte. Da wären wir. Und hoffentlich auch bei den Vampiren. Ich habe nämlich keine entdecken können. Es ist noch früh, aber schon dunkel. Jane schnippte mit den Fingern. Mein Gefühl sagt mir, dass wir dort fündig werden. Da bin ich mal gespannt. Allerdings gehe ich davon aus, dass es viele blonde und dunkelhaarige Frauen gibt. Wir müssen eben den richtigen Riecher haben. Und den trug ich bei mir. Damit meinte ich nicht meine Nase, sondern das Kreuz. Ich war sehr gespannt darauf, ob es sich wohl melden würde. Den Halbmond gab es nicht nur draußen, sondern auch in der Disco. Nur sah der zweite anders aus. Er erinnerte an einen Krummsäbel in fahlgelber Farbe, der schräg unter der Decke hing und aussah, als würde er jeden Moment fallen, um den Besuchern mit schnellen Schlägen die Köpfe abzuschlagen. Die Wände waren dunkel. Jedenfalls sah es im ersten Moment so aus. Wer genauer hinschaute und dessen Augen sich an die Beleuchtung in der Disco gewöhnt hatten, der erkannte die zahlreichen winzigen Lichter, die wohl einen Sternenhimmel imitieren sollten, der hier nur nicht am Himmel hing, sondern an den Wänden. Das war der äußere Eindruck, aber da gab es noch die Musik, und die überraschte mich schon. Auch Jane hatte damit nicht gerechnet. Sie sagte, He, das ist ja fast ruhig. Sie sprach auf die Musik an, und sie hatte sich nicht geirrt. Es waren recht ruhige Melodien, möglicherweise die Musik der Gruftis, der Schwarzen, die sich gern schwermütige Melodien anhörten. Ansonsten hatten wir eine normale Kneipe oder einen normalen Papp betreten, der nur durch die Veränderung zu etwas anderem geworden war. Es gab Tische und Stühle, die zusammenstanden. Auf den Tischen lagen schwarze Samtdecken an einigen Tischen hatte hin und wieder jemand Konfetti gestreut. Der Grund war für uns nicht zu erkennen, und wir waren in diesem Fall wieder eine Besonderheit in dieser seltsamen Bar. Man ließ uns in Ruhe. Keine abschätzenden Blicke, keine blöden Bemerkungen. Wir schoben uns bis zur Theke hinvor, wo einige Arbeiter aus der Fleischfabrik standen, Zeitungen lasen, und Kaffee tranken, die schon bezahlt hatten, denn als wir erschienen, räumten sie ihre Plätze. Möglicherweise begann ihre Schicht. Auch eine Pause konnte ihr Ende gefunden haben. Wie dem auch war, es spielte für uns keine Rolle. Wichtig war, dass wir ihre frei gewordenen Hocker einnehmen konnten. Es waren harte Sitzflächen, zwei Kreise auf vier Beinen. Die Dekoration war nicht auf die Theke übergegangen. Sie sah aus wie immer. Sie gehörte in einen normalen Pub. Zwei Männer zapften Bier, und einer von ihnen brachte die Getränke an die Tische, wo die anderen Gäste saßen und eine bunte Mischung bildeten. Es gab die Schwarzen in ihren dunklen Outfits. Es gab auch die bunten Vögel, die nicht wussten, ob sie Mann oder Frau waren, und bei Dunkelheit dieses Doppelleben nach außen tragen konnten, ohne dass sich jemand daran störte. Dann gab es noch die normalen Gäste. Paare, die nur etwas trinken wollten, Männer, die ein Bier nach dem anderen zischten und dabei Zeitungen lasen. Man kümmerte sich nicht um den Nachbarn am Nebentisch. Dennoch herrschte eine lockere und auf der anderen Seite beinahe intime Atmosphäre, so dass sich jeder Gast wohlfühlen konnte, denn angemacht wurde hier niemand. Man lebte und ließ leben. Jane stieß mich an, weil ich eine Weile nicht gesprochen hatte. Na, was sagst du dazu? Nicht schlecht, wenn du die allgemeine Stimmung hier meinst. Finde ich auch. Die Leute wollen ihre Ruhe haben und einfach nur ihr Bier trinken. Danach wurden wir auch gefragt. Der junge Typ hatte seine Haare rot eingefärbt und grüne Ohrstecker durch seine Läppchen schießen lassen. Ich trinke Mineralwasser, sagte Jane. Gut. Ein kurzes Nicken. Dann die Frage an mich. Und was möchtest du? Auch Wasser. Keinen harten Drink dazu? Einen Wodka? Er grinste. Das Zeug riecht man nicht. Es bleibt dabei. Schön. Wir bekamen unser Wasser. Man öffnete uns sogar die Flaschen. Auf einen Kaffee als Aufwärmer hatte ich verzichtet, obwohl eine Kaffeemaschine in der Nähe der Zapfanlage stand. Da hielt ich mich lieber an die braune Brühe, die Glenda Perkins zubereitete. Jane ließ mich einen ersten Schluck trinken, bevor sie fragte, was meinst du? Ich fragte zurück. Was sollte ich denn meinen? Ob wir hier fündig werden? Vampire? Deshalb sind wir ja hier. Bisher sieht alles normal aus. Sogar das Licht der Lampen ist hier hell genug. Wenn sich Blutsauger hierher verirrten, sehe es anders aus. Kann sein, dass wir noch warten oder auch woanders hingehen müssen. Aber erst später. Jane schob die Flasche zur Seite. Wir sind ja nicht durch Zufall hier gelandet. Das stimmt auch wieder. Ich machte mir schon Gedanken um diesen veränderten Pub. Da brauchte ich nur in meinem nicht eben kleinen Erfahrungsschatz zu kramen. Es gab Orte, die äußerlich normal aussahen, aber ein Geheimniswagen. Das war hier nach außen hin nicht der Fall, aber es musste nicht nur diesen einen Raum geben, sondern möglicherweise auch welche, die man durch versteckte Türen erreichte. Es gab eine. Die befand sich hinter der Theke und wurde von den beiden Mitarbeitern benutzt, wenn sie Nachschub brauchten. Seitentüren fielen mir nicht auf. Jane verfolgte wohl die gleichen Gedanken wie ich. Sie winkte einen der beiden Männer heran. Was kann ich für dich tun? Ist es hier immer so ruhig? Äh, wieso? Jane hob die Schultern. Hier ist nicht viel los, wenn ich ehrlich sein soll. Was sollte denn los sein? Jane hob die Schultern. Weiß nicht so genau. Kann ich auch nicht konkret sagen. Ich habe nur gedacht, dass die Gäste hier ausgeflippter wären. Das sind sie aber nicht. Der Mann mit den roten Haaren grinste und zupfte an seinem schwarzen Hemd. Hier ist der normale Wahnsinn ruhig. Man tanzt nicht, man sitzt hier und hängt ab. Klar, die Schwarzen. Genau, die wollen Musik hören. Ich fragte: Und was ist mit den Vampiren? Sie sollen doch auch hier gesehen worden sein. Der Keeper zuckte leicht zurück. Dann blies er die Wangen auf und stieß die Luft wieder aus. Wieso Vampire? Ich nickte ihm zu. Haben wir gehört. Das ist doch Shit. Andere sagen das nicht. Sie meinen, dass es echte Blutsauger gewesen sind. Zwei Frauen. Jung noch und verdammt sexy. Sie sollen auf der Suche nach Blut sein. Das Gesicht des Mannes verschloss sich. Davon weiß ich nichts. Ehrlich. Ich habe keine gesehen. Schade. Außerdem will ich mein Blut behalten. Darauf nehmen die anderen oft keine Rücksicht. Sie wollen nur das Blut. Weiß ich. Woher? fragte Jane. Der Keeper schaute sie an. Ich habe genug Filme gesehen. Im TV laufen ja auch die Serien. Da wird man überschüttet. Aber Sie selbst haben noch keine gesehen? Weiß ich nicht. He, sagte Jane. Das hört sich trotz allem an, als würden Sie mehr wissen. Nein, aber man macht sich seine Gedanken. Hier habe ich viele gesehen, die Vampire hätten sein können. Schauen Sie sich die beiden Tische an, an denen die Schwarzen sitzen. Besser könnte ein Vampir doch gar nicht aussehen. Wenn die ihre Münder öffnen, würde es mich nicht wundern, wenn man bei jedem zwei spitze Zähne sieht. Er nickte. Ja, so ist das. Bei ihm bissen wir auf Granit. Außerdem musste er bedienen. Ich warf Jane einen etwas längeren Blick zu als gewöhnlich, und sie fragte sofort Was ist denn los? Meinst du nicht, dass wir hier falsch sind? Keine Ahnung. Außerdem ist es noch früh. Ich wiederhole mich da. In zwei, drei Stunden kann sich viel verändert haben. Mitternacht ist ihre Zeit. Immer noch, denke ich. Da schlagen sie zu. Da sind sie nicht zu halten. Ja, du musst es wissen. Hör mit deinem Spott auf. Jane wurde leicht wütend. Wenn du es hier nicht aushältst, kannst du ja gehen. Ich jedenfalls bleibe noch. So leicht gebe ich nicht auf. Außerdem habe ich es im Gefühl, dass sich noch was tun wird. Und ich glaube nicht, dass sie offen auftreten werden. Davon bin ich überzeugt. Ach ja? Würden Sie denn hier auffallen? Das könnte schon sein. Jane schlug mit der flachen Hand neben mir Glas. Nein, Sie fallen nicht auf. Sie haben hier die ideale Tarnung. Was mich stört, ist etwas anderes. Ich bin gespannt. Ihre Augen funkelten. Das kannst du auch sein. Mich stört, dass wir Ihr genaues Aussehen nicht kennen. Es ist mir einfach zu wenig, wenn ich nur höre, dass zwei Blutsauger unterwegs sind. Oder Blutsaugerinnen. Das ist unser Problem. Außerdem werden sie nicht hier ankommen, sich vorstellen, uns angrinsen und sagen, schaut mal, wer hier ist. Ich musste lächeln, weil Jane sich so stark engagierte. Ich kannte sie gut genug und wusste auch, dass sie sauer darüber war, dass wir noch keinen dieser Blutsauger gesehen hatten. Jane gehörte zu den Menschen, die schnell einen Erfolg erreichen wollten, wobei die Detektivin eigentlich Geduld haben musste. Doch das gehörte nicht zu ihren Eigenschaften. Dann sollten wir uns darüber klar werden, sagte ich, wie lange wir noch hier sitzen wollen. Fang nicht schon wieder an. Tue ich gar nicht. Ich mache mir eben meine Gedanken. Und das ist ja nicht schlimm. Ich weiß. Wenn du unbedingt hier im Hafen bleiben willst, könnte ich ja eine Runde drehen. Jane starrte mich an. Ist das dein Ernst? Ja, ob ich hier sitze oder mich draußen mal umschaue, ist doch egal. Dann kannst du hier deine Augen aufhalten. Kann ja sein, dass die Blutsaugerinnen schon unterwegs sind. Und ihre Zeichen setzen wollen. Saugen? Was weiß ich. Ich nickte. Ja, das kann schon sein, dass sie sich ihre Opfer im Freien suchen. Jane verzog das Gesicht. Aber dort werden sie nicht zubeißen. Das weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht. Sie werden sie irgendwo hinlocken, schätze ich. Jane Collins zwinkte ab. Alles klar. Ich will dich nicht aufhalten. Dann hältst du hier die Stellung, falls nichts passiert, was mich weglockt. Ich schlug ihr auf die Schulter. Ich denke nicht, dass die hier die große Schau abziehen werden. Ihr Kinn ruckte nach vorn. Mach dich schon auf die Socken. Ich verstand Jane gut. Es lief nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Daran konnte ich nichts ändern und bei mir musste sie kein schlechtes Gewissen haben. Ich wusste sehr gut, wie Fehlschläge aussahen. Aber Jane fühlte sich irgendwie gekränkt und hätte sicherlich für die Abendstunden einen anderen Ort gewählt. Auch ich dachte so. Ein Essen in einem netten Lokal wäre mir auch lieber gewesen, so aber stellte ich den Kragen der Winterjacke hoch und verließ das Lokal. Draußen schwappte mir für einen Moment die Kälte entgegen. Es dauerte nicht lange, da hatte ich mich wieder an sie gewöhnt und ging ein paar Schritte, bis ich einen Platz gefunden hatte, an dem ich einen guten Überblick hatte. Normalerweise hätte sich mit fortlaufender Zeit die Szene auflösen müssen. Das war hier nicht der Fall, sondern das Gegenteil davon. Es war irgendwie dichter geworden. Noch mehr Menschen bevölkerten den Platz vor den Schlachthaushallen, in denen die Arbeit weiterlief. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich irgendwelche Blutsauger dort aufhielten, denn da würde es für sie gefährlich werden, wenn sie Blut saugen wollten. Die Jungs dort würden ihre Werkzeuge einsetzen und auch ein Vampir ließ sich zersägen. Im Prinzip war es egal, wohin ich mich begab. Nur gehörte ich nicht zu den Typen, die einfach losgingen und das immer der Nase nach. Ich brauchte schon ein gewisses System, und daran hielt ich mich auch jetzt. Wenn es die beiden Blutsaugerinnen tatsächlich geben sollte, wo hielten sie sich dann auf? Ich kannte den genauen Ort natürlich nicht, ging aber davon aus, dass es ein Ort war, an dem sie nicht so leicht entdeckt werden konnten, und das waren dann eben die dunklen Stellen, die es auch hier gab. Allerdings lagen sie etwas abseits. Man fand sie dort, wo Durchgänge die mächtigen Markthallen durchbrachen. Es waren so etwas wie schmale Gassen, aber breit genug, um Lastwagen durchzulassen. Es waren insgesamt zwei. Ein Durchgang befand sich am West, der andere am Ostende. Wer ihn hinter sich gelassen hatte, landete an der Rückseite der Markthalle. Wie es dort aussah, wusste ich nicht. Notfalls wollte ich mich auch dort umschauen. Zunächst aber saugte mich die Szene auf. Normalos mischten sich unter die peppigen Typen, die sich mal wieder ausleben wollten. Ein junger Mann, der ein Kostüm aus Vogelfedern trug, natürlich nachgemacht, stand auf einer Kiste und imitierte die verschiedenen Vogelstimmen. Er hatte sich dafür ein Plättchen in den Mund geschoben und hatte seinen Spaß, denn er bewegte seine Arme wie Flügel. Es machte ihm auch nichts aus, dass keiner stehen blieb, um ihn anzusprechen. So verwirklichte er sich selbst. Angst hatten die Menschen nicht, das war ihnen anzusehen. Sie produzierten sich. Zwei Drag Queens kamen mir untereinander gehakt entgegen und gingen nicht, sondern tänzelten nach einer Musik, die sie nur in ihren Ohren hörten. Da sie auf mich zukamen, wich ich ihnen aus und sie warfen mir Kusshände zu. Ich näherte mich dem Durchgang. Es war die Gasse an der Ostseite, die die dicken Mauern der alten Schlachterei einschnitt. Dunkel war es hier nicht. Durch die Fenster der Arbeitsräume in der ersten Etage fiel genügend Licht, das auch die Straße erreichte und damit mich. Wenige Schritte später wurde es dunkel. Da hatte ich die Durchfahrt erreicht. Über mir wurde gearbeitet. Das war für mich nicht zu sehen, nur zu hören. Es waren Geräusche, die nie aufhörten und von irgendwelchen Maschinen stammen mussten. An der Rückseite grenzte der Schlachthof an die Charterhouse Street, die bis zum Charterhouse Square führte. Es war eine der breiteren Straßen hier in der Umgebung. Über die fuhren auch die Transporter mit dem Fleisch aus der Fabrik. Momentan hatte auch dort der Verkehr nachgelassen. Nur wenige Lichter huschten vorbei. Ich überlegte, ob ich bis zum Ende der Durchfahrt gehen oder nicht wieder umkehren sollte. Die Hälfte der Distanz hatte ich zurückgelegt, blieb stehen und atmete die feuchte Luft ein, die sich zwischen den beiden Mauern ausgebreitet hatte. Lohnte es sich weiterzugehen, oder war mein kurzer Ausflug ein Schlag ins Wasser? Ich wusste es selbst nicht. Hier, wo ich im Moment stand, war es ziemlich finster. Ein gutes Versteck für Vampire, die auf der Lauer lagen. Aber es ließ sich keine Blutsaugerin blicken. Dafür sah ich am Ende plötzlich eine Bewegung, hörte auch die Stimme eines Mannes, der einen wilden Fluch ausstieß, noch ein paar Schritte lief und dann zusammenbrach, weil er von etwas im Rücken getroffen worden war, denn über seine eigenen Beine war er nicht gestolpert. Bei mir brauchte nicht erst eine Alarmklingel zu schrillen. Ich setzte mich automatisch in Bewegung und hatte das Gefühl, dass meine Beine von allein liefen. Da tauchte auch eine zweite Gestalt auf. Panther gleich glitt sie auf den Mann am Boden zu, der sich aufgerappelt hatte und flüchten wollte. Er kam nicht weiter, denn der Verfolger sprang ihm auf den Rücken und drückte den Mann zu Boden. Es sah so aus, als würden die beiden Personen eine Einzige bilden. He! schrie ich und rannte dabei weiter. Was soll das? Lassen Sie den Mann los! Die Gestalt auf dem Rücken ruckte hoch. Ich sah alles wie ein Schattenspiel. Und auch am Ende der Gasse tat sich etwas. Die obere Gestalt richtete sich noch weiter auf. Sie drehte dabei den Kopf. Jetzt sah sie mich laufen und zog die Konsequenzen. Mit einer schnellen Bewegung glitt sie in die Höhe, warf sich zugleich nach rechts und rannte weg. Viel sah ich nicht. Etwas jedoch war mir nicht entgangen. Ich hatte es bei dieser Person nicht mit einem Mann zu tun, sondern mit einer Frau. Und mir schoss sofort ein bestimmter Gedanke durch den Kopf, den ich allerdings zunächst zurückdrängte, weil ich mich um die Gestalt am Boden kümmern wollte. Der Mann lag dort auf dem Rücken, stöhnte und holte zudem keuchend Luft. Er sah mich erst, als ich neben ihm auf die Knie fiel. Da schrie er auf und riss seine Arme als Deckung hoch. Keine Sorge, ich will nichts von Ihnen. Der Angreifer war leider verschwunden. Das war im Moment nicht so tragisch, denn es gab einen Zeugen, der in der Lage war, eine Aussage zu machen. Der Mann gehörte nicht zu denjenigen Menschen, die sich amüsieren wollten. Er trug über seiner dicken Strickjacke einen dunklen Kittel, so etwas wie eine Arbeitskleidung. Das passte hierher, denn jetzt befand ich mich an der anderen Seite des Schlachthofs, wo es die große Rampe und Tore gab, die von den Lastwagen angefahren wurden, wenn sie mit Fleisch beladen werden sollten. Eine Hand streckte sich mir entgegen. Ich umfasste sie und zog den Mann auf die Beine. Er blieb leicht schwankend stehen, schüttelte den Kopf und stöhnte wieder. Was ist passiert? fragte ich nur. Der Kopf des Mannes kam zur Ruhe. Was passiert ist? fragte er nach und lachte dann. Ich bin angegriffen worden, als ich meinen Wagen verlassen hatte. Ich wollte genauer Bescheid wissen und fragte, war es tatsächlich eine Frau, die sie angegriffen hat? Ich war nur Beobachter, aber es kam mir so vor. Ja, es war eine Frau. Gut. Und wie kam es dazu? Er musste erst nachdenken. Dabei schaute er nach rechts, wo ein Lastwagen stand. Damit war er gekommen, wie er mir erklärte. Ich bin einfach zu früh gewesen, verstehen Sie? Ich musste noch warten. Und da ist es dann passiert. Was denn? Jemand klopfte an meine Tür. Erst dachte ich an eine Einbildung. Aber dann sah ich das Gesicht einer jungen, dunkelhaarigen Frau. Und dann bin ich ausgestiegen. Da erlebte ich die zweite Überraschung. Die Frau hatte so gut wie nichts an. Sie trug irgendwas Schwarzes, verdammt aufreizend, nicht mal ein Kleid, einen Bustier oder wie man die Dinger nennt. Er schluckte und schaute zu Boden. Sie können sich vorstellen, an was ich gedacht habe. Ein normaler Mensch läuft bei solch einem Wetter nicht so herum, aber das schien der Tante nichts auszumachen. Sie lächelte mich an, sie kam näher, und ich stand da wie ein Holzklotz. Dann packte sie mich, riss mich herum und wollte mir tatsächlich in den Hals beißen. Stellen Sie sich das mal vor. Und hat sie das? Nein, nicht wirklich. Die Zähne schrammten ab, aber sie waren spitz, das habe ich genau gespürt. Da ist mir der Gedanke sogar an einen Vampir gekommen. Aber Sie konnten flüchten, Mister. Genau, ich habe mich losgerissen und bin einfach nur gerannt. Weg, nur weg. Aber sie war verdammt schnell und hat mich sogar eingeholt. Ich hatte dann einen Blackout. Ich weiß nur, dass sie mich zu Boden gerissen hat und dann waren sie schon da. Wo haben sie die Zähne denn genau erwischt? Am Hals, an der linken Seite. Da brennt es jetzt noch. Darf ich mal sehen? Klar. Es war mir in dieser Umgebung zu dunkel. Deshalb holte ich meine kleine Lampe hervor und strahlte seine linke Halsseite an. Ich brauchte keinen zweiten Blick. Hier war zu erkennen, dass dieser Mann von den Zähnen erwischt worden war. Sie hatten sich nicht in die Haut einhaken können und waren abgerutscht. Dabei hatten sie Haut aufgerissen und zwei feuchte Blutstreifen hinterlassen. Der nächste Biss hätte den Mann voll getroffen. Dass der erste Angriff daneben gegangen war, ließ darauf schließen, dass diese Person möglicherweise noch keine Routine besaß und so etwas wie eine Anfängerin war. Er holte ein Tuch hervor und drückte es gegen die Wunde. Können Sie mir sagen, was das sollte? Ich weiß es nicht. Ich kann nur raten, und es ist mir vorgekommen, als wäre ich von einer Vampirin angefallen worden, aber die gibt es nicht verflucht. Er war sich plötzlich unsicher, denn er schaute mich aus großen Augen an und flüsterte Oder? Ich hob die Schultern. Da liegen Sie schon richtig. Aber manche Menschen sind eben völlig von der Rolle. Ja, das stimmt wohl. Er lachte hart auf und schüttelte den Kopf. Die wollte mich doch verdammt beißen. So eine Scheiße. Da erlebt man immer wieder was Neues. Ich gab ihm einen Rat. Es ist am besten, wenn Sie das alles vergessen. Ha, ja, das sagen Sie so leicht. Ich kümmere mich darum. Wieso das denn? Sind Sie ein Bulle? So ähnlich. Na gut. Er drehte sich um und schaute wieder zurück zu seinem Fahrzeug. Lange muss ich nicht mehr warten. Dann kann ich einladen. Tun Sie das. Er nickte mir nochmal zu und ging weg. Ich allerdings blieb stehen. Dabei schaute ich ihm nach und mir schossen schon einige Gedanken durch den Kopf. Es war also kein Fake gewesen. Es gab die Blutsaugerinnen tatsächlich. Sie hielten sich in der Nähe auf und mussten sich gute Verstecke gesucht haben, die sie dann verließen, wenn ihnen ein Opfer über den Weg lief. Bei dem Fahrer hatte es nicht geklappt. Damit würde sich kein Blutsauger zufrieden geben. Er würde es immer und immer wieder versuchen, und das musste ich verhindern. Ich hatte mal wieder Glück gehabt. Im stillen leistete ich Jane Collins ab, bitte. Sie wartete in dem Lokal auf mich, und genau dorthin führte mich mein nächster Weg. Noch was zu trinken? Der Keeper lächelte Jane an und wartete auf eine Antwort. Ja, bitte. Wirklich Wasser? Die Frage brachte Jane Collins zum Nachdenken. Zu viel von dieser Flüssigkeit mochte sie auch nicht, weil das Wasser einfach nach nichts schmeckte. Haben Sie einen Drink ohne Alkohol, den Sie mir empfehlen können? Einen Cocktail aus Säften oder so? Jane nickte. Ja, den nehme ich. Alles klar. Und was ist mit Ihrem Freund? Wir warten, bis er wieder hier ist. Der Keeper nahm das Glas und die Flasche. Er blieb noch einen Moment stehen. Entspannt sah der nicht aus. Ach, das haben Sie bemerkt? Klar, ich kenne die Leute. Bei ihm hatte ich den Eindruck, als würde er auf heißen Kohlen sitzen. Das habe ich an seinem Blick deutlich erkannt. Wer länger hier arbeitet, der versteht es, seine Gäste einzuschätzen. Und bei ihm hatte man das Gefühl, als wäre er nicht zum Vergnügen hier. Man kann sich auch täuschen. Der rothaarige hob die Schultern, drehte sich weg und widmete sich wieder seinem Job. Jane war es egal, was der Knabe dachte. Sie wunderte sich nur darüber, dass John noch immer unterwegs war. Das musste Gründe haben. Und sie dachte auch daran, dass er eventuell auf etwas gestoßen war, das den Fall hier weiterbringen würde. Da gab es eigentlich nur eines. Er musste die Vampire oder Blutsaugerinnen entdeckt haben. Denn zum Spazierengehen luden die Gegend und auch das Wetter nicht eben ein. Beim Eintreten hatten sie und John ein Lokal erlebt, in dem nicht alle Tische besetzt waren. Das hatte sich geändert. Viele Passanten suchten jetzt doch die Wärme. Die männliche Bedienung hatte Unterstützung bekommen und das von einer jungen Frau, deren ebenfalls rote Haare wie eine Mähne bis auf den Rücken hing. Sie hatte sich in eine enge schwarze Hose und ein T-Shirt geklemmt, das ebenfalls sehr eng saß. Als Aufdruck war ein Totenschädel zu sehen, der eine knallrote Zunge aus seinem Maul weit nach vorn streckte. Die Geschmäcker waren eben verschieden. Jane würde so ein Oberteil nie tragen. Sie schaute auf die Uhr. Wie lange John weg war, das konnte sie nur schätzen. Allmählich legte sie ihre glatte Stirn in Falten. So geheuer war ihr das nicht. Dafür wurde ihr dann der Drink serviert. In einem Glas, das aussah wie eine Blume. In einer weiten Öffnung schimmerte der Drink in einer Farbe zwischen Rot und Orange. Danke. Und was ist das jetzt? Du kannst es probieren. Da das Ende eines geknickten Strohhalms auf Jane wies, klemmte sie es zwischen die Lippen. Sie saugte den ersten Schluck in ihren Mund und probierte. Der Drink schmeckte gut. Er war nicht zu süß und auch nicht zu bitter. Genau die Mitte. Und? Jane Collins nickte. Ja, nicht schlecht. Wirklich kann man trinken. Hab' ich doch gesagt. Er zwinkerte Jane zu und widmete sich wieder seinem Job. Jane saugte noch einige Schlucke aus dem Glas, und sie gab zu, dass sie anfing, unruhig zu werden. John war eigentlich schon zu lange weg. Er hätte ihr längst Bescheid geben können, schließlich besaßen beide ein Handy. Sie wusste nicht, ob sie besorgt sein oder sich einfach nur ärgern sollte, doch das alles war in den folgenden Sekunden vergessen. Denn etwas passierte, womit sie nicht gerechnet hatte. Jane hatte nicht nur starr auf dem Hocker gesessen, sondern ihre Blicke immer wieder durch die Kneipe streifen lassen. Dabei hatte sie auch die Tür nicht ausgelassen, und genau dorthin schaute sie jetzt auch. Da war nichts, und sie wollte ihren Blick schon wieder abwenden, als die Tür geöffnet wurde und ein neuer Gast den Raum betrat. Es war eine Frau. Jane schoss das Blut in den Kopf, denn schon beim Eintreten hatte sie die Person erkannt. Es war die Vampirin Justine Cavaglio. Jane Collins wusste nicht, was sie denken sollte. Sie kam sich vor wie gegen den Kopf geschlagen und so etwas wie ein hartes Lachen drang über ihre Lippen. Damit hatte sie nicht gerechnet, aber es war Justine Cavaglio, daran gab es nichts zu rütteln. So wie sie aussah, das war einmalig. Die künstliche Schönheit, das wilde blonde Haar, der schwarze, hauchdünne Lederanzug, die geschmeidigen Bewegungen, das alles passte perfekt auf sie. Jane Collins fragte sich, wie sie Justines Erscheinen einordnen sollte. Sich darüber freuen, dass sie eventuell eine Verbündete bekommen hatte, oder sich darüber ärgern, weil sie in Dinge eingriff, die eigentlich, oder nach Janes Meinung, für sie tabu hätten sein müssen. Egal wie sie es drehte, es passte ihr nicht. Es konnte ihr einfach nicht passen. Aber die Cavaglio war sicher nicht grundlos erschienen. Zwar hatte Jane keine Blutsauger gesehen, aber der Verdacht, dass sie sich in der Nähe aufhielten, hatte sich durch Justins Erscheinen verhärtet. Es war Janes Glück, dass sie ziemlich in der Ecke saß. Justine hatte das Lokal recht forsch betreten und wieder nach links und rechts geschaut. Sie musste hier bekannt sein, sonst hätte sie sich nicht mit einer solchen Sicherheit bewegt. Der Theke warf sie keinen Blick zu, während sie das Lokal durchschritt. Jane wollte sie unbedingt im Auge behalten. Doch das klappte nur, wenn sie vom Hocker rutschte und sich umdrehte. Da sah sie dann, wohin die Cavallo ging. Es wäre normal gewesen, wenn sie an einem der Tische Platz genommen hätte. Das tat sie nicht. Sie ging einfach durch den Laden und auf eine bestimmte Tür zu. Wenn Shane nicht alles täuschte, führte die zu den Toiletten und in die privaten Räume des Besitzers. Davon musste sie ausgehen. Denn so etwas war in fast allen Lokalen gleich. Dann war Justine weg. Jane hatte noch gesehen, wie sie die Tür zu den Toiletten öffnete. Sie war nicht leicht zu entdecken, weil sie fast mit der Wand eine Einheit bildete. Jane stand an der Ecke der Bar. Ein Mann mit Hut grinste sie an. Sie nahm von ihm keine Notiz, denn sie musste jetzt eine Entscheidung treffen. Eine Unperson wie Justine Carvalho war nicht grundlos hier erschienen. Es gab die beiden Vampirfrauen, und womöglich hatte Justine bei der Verwandlung mitgemischt. Jetzt war sie unterwegs, um das zu tun, was sie immer tat, wenn sie sich satt getrunken hatte. Sie tötete die Personen, damit sie nicht auch als Vampire durch die Nacht liefen. So schlimm dies auch war, so kannte Jane Collins es. In diesem Fall hatte sie jedoch ein anderes Gefühl. Sie glaubte nicht so recht daran, dass Justine erschienen war, um ihre Artgenossen zu vernichten. Sie konnte sich durchaus vorstellen, dass die Blutsaugerin etwas anderes vorhatte, dass sie an einem neuen Plan arbeitete, von dem Jane noch nichts erfahren hatte. Genau der Gedanke setzte sich bei ihr fest. Noch war er eine Theorie, aber das sollte sich ändern. Deshalb musste Jane dieser Blutsaugerin nachgehen. Sie ging einen Schritt nach vorn, als der Mann mit dem Hut sie anrempelte. He, bringst du noch deinen Drink? Du kannst ihn haben. Vielleicht wirst du dann wieder richtig nüchtern. Er fing an zu lachen. Ob er den Drink nahm, juckte Jane nicht mehr. Sie befand sich bereits auf dem Weg zur Tür, um zu sehen, ob sie die Cavallio irgendwo fand. Im Lokal war alles normal geblieben. Kein Gast zeigte sich erschreckt. Hier liefen genügend bunte Typen herum, da fiel selbst eine Frau wie Justine Carvalho nicht auf. Es verging nicht viel Zeit, da stand Jane vor der Tür, die zu den anderen Bereichen führte. Eine Wimpernschlaglänge zögerte sie noch, bevor sie die Klinke entschlossen nach unten drückte und den dahinterliegenden Flur betrat. Er war leer, aber er war nicht dunkel. Unter der Decke gaben trübe Funzeln, die mit Draht umwickelt waren, ihr Licht ab. Kahle Wände, aber auch beschmutzt zwei Türen, hinter denen die getrennten Toiletten lagen. Jane konnte sich nicht vorstellen, dass die Cavallio hinter einer der beiden verschwunden war. Eine dritte Tür erregte Janes Aufmerksamkeit. Sie war sogar beschriftet. Die Worte Lager und Keller fielen ihr auf und es war genau das, was sie gesucht hatte. Noch stand sie davor. Jemand kam aus der Damentoilette. Eine junge Frau im langen schwarzen Kleid kicherte vor sich hin, ehe sie den Rückweg antrat. Die Detektivin wollte nicht mehr länger warten. Holte noch mal Luft, dann öffnete sie die Tür und schob sich durch den Spalt, wobei sie sofort stehen blieb, um sich zu orientieren. Das war auch nötig. Wäre sie einen Schritt nach vorn gegangen, hätte sie über die Kante einer Treppenstufe stolpern können. Zuerst hatte sie die Umgebung als finster angesehen, und erfüllt von einer feuchten, leicht stinkenden Luft. Dem war nicht ganz so. Wenn sie nach vorn schaute, sah sie weiter unten, bestimmt am Ende der Treppe, einen schwachen Lichtschein. Jane hatte nichts von Justine gesehen, doch sie ging davon aus, sie hier zu finden. Auf keinen Fall wollte sie sich bemerkbar machen, keinen Namen rufen, nur so leise wie möglich dem Licht entgegengehen. Es gab an der rechten Seite ein Geländer, was sie einigermaßen beruhigte. Da konnte sie sich festhalten, wenn sie dem Unbekannten und auch einer tiefen Stille entgegenschritt. Sie ging so leise wie möglich. Sehr vorsichtig trat sie auf. Das Geländer bot ihr dabei einen rauen Halt, weil es verrostet war. Aber sie kam weiter. Die Hälfte der Treppe hatte sie schnell hinter sich gebracht und sah jetzt, dass die letzten Stufen vom Lichtschein leicht gestreift wurden. Es verging kaum noch Zeit, da hatte sie die Treppe endlich hinter sich gelassen. Auf dem Weg nach unten hatte Jane damit gerechnet, etwas zu hören, doch das war nicht der Fall gewesen. Sie fand sich jetzt in einem Kellergang wieder, in dem es ebenfalls feucht roch. Wo steckte wer? Sie war auf der Suche nach Justine Carvalho, konnte sich aber vorstellen, noch jemand anderes zu finden. Denn die Blonde war sicherlich nicht in den Keller gegangen, um hier zu meditieren. Wer sich so sicher bewegte wie sie, der kannte sein Ziel ganz genau. Die Cavallio war kein Mensch, auch wenn sie so aussah. Sie musste nicht atmen, um zu existieren, und deshalb würde Jane auch nichts von ihr hören. Zudem musste sie eine Entscheidung treffen. Sie konnte nach links, aber auch nach rechts in den Gang hineingehen. Sie überlegte noch, für welche Seite sie sich entscheiden sollte, als ihr das Problem abgenommen wurde. Aus dem linken Gang hörte sie etwas. Das Licht, eine kleine Lampe unter der Decke, brannte direkt vor ihr und hatte ihr den Weg gezeigt. Jane Collins drehte sich um. Sie sah wieder die nackten Wände, aber sie entdeckte auch eine Tür schräg gegenüber. Und die stand etwas auf. Für sie war klar, dass sich Justine dort versteckt hielt. In einem ersten Impuls wollte sie den Namen ihrer Mitbewohnerin rufen, ließ es dann bleiben und schlich auf die Tür zu. Es waren nur wenige Schritte, dann stand sie davor. Jane faßte sie schon an, um sie zu öffnen, als sie etwas davon abhielt. Aus dem Raum dahinter hörte sie ein Zischeln. Noch konnte sie nichts verstehen. Aber Sekunden später nahm die Stimme an Deutlichkeit zu. Was Jane hörte, das hinterließ bei ihr schon einen Schauer. Ich rieche es, Rachel. Was denn? Fleisch, warmes Fleisch. Ist das alles? Nein, ich rieche auch Blut. Und? Jemand ist in der Nähe. Dann können wir ja bald satt werden. Genau, Rachel. Aber Justine ist es nicht, oder? Nein, nein, sie kommt gleich wieder, hat sie zumindest zu uns gesagt. Jane Collins wusste Bescheid, auch ohne einen Blick in den Raum geworfen zu haben. Sie hatte es mit zwei Personen zu tun, oder besser gesagt mit Unpersonen, die auf Justine Cavaglio warteten. Es konnte nur bedeuten, dass sie mit ihr unter einer Decke steckten oder so waren wie sie selbst. Jane war schließlich auch in diese Gegend gekommen, um zwei Blutsaugerinnen zu jagen, und wenn sie nicht alles täuschte, dann lauerten die beiden hinter dieser Tür. Mochten sie auch aussehen, wie sie wollten. Schönheit war hier kein Grund, um Rücksicht zu nehmen. Sie würde eingreifen müssen, und sie besaß auch die entsprechende Waffe. In ihrer Pistole steckten geweihte Silberkugeln. Die erhielt sie von ihrem Freund John Sinclair, denn Jane Collins geriet immer wieder in einen Strudel grausamer Ereignisse. Noch war sie nicht gesehen worden. Die andere Seite hatte sie nur gerochen. Fleisch und Blut, das war perfekt, das machte sie einfach an. Die Detektivin hatte ihre Waffe gezogen. Sie war bereit, kurzen Prozess zu machen. Auch wenn es finster war, würde sie ihre Ziele treffen. Sie wollte sich auf die Schwelle der offenen Tür stellen, schießen und die Waffe dann in einem Halbkreis führen. Der nächste Schritt sollte sie direkt an die Tür bringen. Alles war perfekt geplant, und doch musste Jane erfahren, dass die Perfektion ihre Tücken hatte. Jemand rammte die Tür von innen her auf. Damit hatte Jane nicht gerechnet. Sie glaubte noch, einen Schatten auf sich zufliegen zu sehen, dann knallte etwas Hartes gegen sie und traf auch ihr Gesicht. Die berühmten Sterne spritzten vor ihrem Gesicht hoch. Den Schlag gegen den Hinterkopf hatte sie sich selbst zuzuschreiben, weil sie nach hinten gekippt war. Die Wand war eben härter als ihr Schädel. Sie schaffte es nicht mehr, einen gezielten Schuss abzugeben, denn plötzlich gaben ihre Beine nach. Der Schlag am Hinterkopf war nicht so hart gewesen, dass sie in Bewusstlosigkeit gefallen wäre, doch auf den Beinen konnte sie sich nicht mehr halten. Jane merkte, dass sie an der Wand immer weiter nach unten rutschte. Sie hörte die Stimme jetzt dicht vor sich, aber zu sehen bekam sie nur wenig. Die Umrisse waren mehr zu ahnen, und sie schaffte es auch nicht mehr, den rechten Arm anzuheben und zu schießen. Sie war fertig. Das sah auch die andere Seite. Jane hörte noch das Lachen. Dann wurde sie gepackt und angehoben. Jemand riss ihr die Beretta aus der Hand. Wohin? In das Verlies, Fiona. Sehr gut. Aber wir trinken das Blut beide. Sie hat genug in sich, um uns satt zu machen. Diesmal schaffen wir es richtig. Und sie wird sich auch nicht wehren können. Das alles bekam Jane Collins mit, aber sie hörte es nur durch einen Schleier, der einen Teil der Lautstärke einfach absorbierte. Durch den Treffer war sie zu einem willenlosen Bündel geworden, und so hatte die andere Seite alle Chancen, sie leer zu saugen. Ich glaubte nicht mehr daran, dass hier draußen unbedingt die Musik spielte. Deshalb wollte ich so schnell wie möglich wieder zurück in den Halfmoon. Um mit Jane über die Neuigkeiten zu sprechen. Der Fahrer war der perfekte Zeuge gewesen. Jetzt wusste ich, dass es tatsächlich Frauen waren, die hier als Blutsaugerinnen die Umgebung unsicher machten. Ich lief recht schnell, aber ich ließ auch meine Umgebung nicht aus den Augen, soweit mir das möglich war. Irgendwelche Angreifer sah ich nicht. Wer draußen herumlief, der gab sich locker und entspannt. Die Menschen hielten Flaschen oder Gläser in den Händen. Die Türen zu den Lokalen standen weit offen. Und so war es auch beim Halfmoon, den ich erst betreten konnte, nachdem mich zwei Angetrunkene zur Seite geschoben hatte. Es hatte sich nichts verändert. Noch immer dudelte im Hintergrund die weiche Musik, damit sich die Schwarzen wohlfühlten. Einige von ihnen hatten sich von ihren Plätzen gelöst und bewegten sich auf einem freien Fleck zwischen den zur Seite geschobenen Tischen und Stühlen. So hatten sie sich eine Tanzfläche geschaffen. Diesmal musste ich schon einigen Leuten ausweichen, um die Theke zu erreichen. Jane und ich hatten an der schmalen Seite gesessen. Dort hatte sie auf mich warten sollen, aber ein Blick dorthin bewies mir, dass sie nicht mehr auf ihrem Platz saß. Ich ging nicht mehr weiter und war ziemlich von den Socken. Dabei wischte ich mir sogar über meine Augen, was auch nichts brachte, denn Jane Collins blieb verschwunden. Warum war sie gegangen? Dass sie einen Grund gehabt haben musste, stand für mich fest. Aber was hätte sie von ihrem Hocker weglocken können? Aus Spaß war sie sicher nicht verschwunden. Es musste wohl ein besonderes Ereignis gewesen sein. Wenn ich mich umschaute, hatte sich nichts verändert, was darauf hingedeutet hätte. Wie sollte ich mich verhalten? Es gab nur eine Möglichkeit. Ich musste einen Menschen auftreiben, der Jane beobachtet hatte. Ich bewegte mich auf die Theke zu und visierte den Platz an, an dem wir gesessen hatten. Ein Hocker war belegt. Der Mann trug einen braunen Hut auf dem Kopf, hielt sich am Handlauf fest und stierte vor sich hin. Wahrscheinlich war er schon halb zugeschüttet. Trotzdem sprach ich ihn an. Er hob den Kopf, blinzelte und sagte mit leicht angeschlagener Stimme Wieder da? Ach, du weißt, dass ich weg war? Klar. Dann hast du auch meine Freundin gesehen? Er starrte mich an und sah so aus, als müsste er noch nachdenken. Das habe ich. Super. Und wo steckt sie jetzt? Der Mann hob ein Glas an, in dem ein Rest von roter Flüssigkeit schwamm. Er hielt es mir vor die Nase und sagte Sie hat mir den Rest von ihrem Drink gegeben. Wie edel von ihr. Und was hat sie dann getan? Ist gegangen. Zum Ausgang? Hat sie das Lokal verlassen? Der Hutträger drehte den Kopf. Er starrte zum Eingang hinüber, als könnte Jane dort jeden Moment wieder erscheinen. Dabei krauste er die Stirn, wohl ein Zeichen, dass er nachdenken musste und auch eine Lösung gefunden hatte. Nee, rausgegangen ist sie nicht. Aha, und was weiter? Sie ging in die andere Richtung. Da war ich auch schon. Auf den Keramischen Anstalten. Toller Begriff, wie? Super. Aber du meinst die Toiletten. Genau die. Und weiter, er lachte mir ins Gesicht. Ich bin ihr doch nicht nachgelaufen, Mann, sowas mache ich nicht. So habe ich das nicht gemeint. Ich will nur wissen, ob du dich dort auskennst. Klar, ein Flur und Türen. Kannst du mir ungefähr sagen, wie lange sie schon verschwunden ist? Der Hutträger schaute auf sein linkes Handgelenk, wo wohl mal eine Uhr gewesen war, jetzt nicht mehr. Er lachte vor sich hin und meinte: "Nee, das kann ich nicht." Dann schnalzte er war auch nicht wichtig, ist wohl eine längere Sitzung. Den letzten Satz hörte ich schon nicht mehr richtig, denn ich war bereits auf dem Weg. Für mich stand fest, dass hier einiges nicht mit rechten Dingen zuging. Jane hatte sich da auf etwas eingelassen, was gefährlich werden konnte. Aber warum hatte sie das getan? Diese Frage stellte ich mir mehrmals, obwohl ich keine Antwort darauf fand. Ziemlich forsch zog ich die Tür auf. Der Gang dahinter war schlecht beleuchtet, es roch komisch. Aber hier lagen die Toiletten und damit die Umgebung, in der Jane verschwunden war. Männer und Frauen mussten hinter verschiedenen Türen verschwinden. Ich zog die auf, die die Frauen nehmen mussten, und rief so laut Jane's Namen, dass ich aus einer der Kabinen einen wilden Fluch hörte, den aber nicht Jane ausgestoßen hatte. Da war sie also nicht. Wo dann? Ich hatte den Gang noch nicht bis zu seinem Ende untersucht, was ich jetzt tat, und da fiel mir noch eine Tür auf. Sie führte laut Aufschrift ins Lager und in einen Keller. Gab es einen besseren Ort, um einen Menschen klammheimlich verschwinden zu lassen? Bestimmt nicht. Und so machte ich mich auf den Weg nach unten. Jane Collins lag nicht mehr im Dunkeln. Das Licht erreichte sie durch Schlitze, denn sie hatte die Augen nur zu einem Drittel geöffnet. Die Detektivin gehörte zu den Menschen, die hart im Nehmen waren. So ein Stoß gegen den Kopf brachte sie nicht um, setzte sie nur temporär außer Gefecht. Das hatte aber der anderen Seite gereicht, um ihr die Waffe abzunehmen. Nicht zum ersten Mal hatte man sie überwunden, und Jane wusste genau, wie sie sich zu verhalten hatte. Auf keinen Fall zeigen, dass sie schon da war. Und zunächst einmal die Umgebung beobachten. Sie hielt sich an die alte Regel und schaute sich um. Man hatte sie aus dem Kellerflur in ein Verlies gebracht, als etwas anderes war dieser Raum nicht zu bezeichnen. Es herrschte auch nicht mehr Dunkelheit vor. Das Licht kam allerdings von keiner Deckenleuchte, sondern wurde von den Flammen zweier Kerzen abgegeben, die in der Nähe brannten und den kleinen Raum erhellten. Bis auf einige Kisten war der Raum leer. Und trotzdem war sie nicht allein, denn in ihr direktes Blickfeld gerieten die beiden jungen Frauen, die sie zum ersten Mal sah. Dabei dachte sie daran, dass Justine Cavaglio nicht anwesend war, aber das war nur ein flüchtiger Gedanke. Sie musste sich darauf einstellen, es mit den beiden Unpersonen zu tun zu bekommen. Jane Collins gab mit keiner Regung zu verstehen, dass sie wieder auf dem Damm war. Starr blieb sie liegen, aber die Augen schloss sie nicht. Und das eine Drittel reichte aus, um die beiden Frauen genau einzuschätzen. Sie waren verschieden. Die eine hatte blonde Haare, und ebenso wie ihre Partnerin war sie nicht der Witterung entsprechend angezogen. Die blonde trug ein kurzes Kleid, das in Höhe der Oberschenkel wie eine Blüte fiel. Es reichte hoch bis zum Kinn. Die Beine bedeckten bunte Leggings, das Gesicht war schmal, umrahmt wurde es von den blonden Strähnen. Die Frau mit den dunkleren Haaren trug ein Bustier, das ihre Formen eng umschnürte. Sie hatte ein hübsches Gesicht, mit dem sie auch als Kalendergirl hätte Geld verdienen können. Der Mund war leicht geöffnet, und die Spitzen der Zähne wuchsen aus dem Oberkiefer hervor und waren gut zu sehen. Netzstrümpfe bedeckten die Beine, die Füße steckten in hochhackigen Schuhen, und die Frau hätte besser auf eine Bühne gepasst als hierher in diesen Keller. Die blonde lutschte an einem Finger, ihre Augen waren dunkel. Zudem blickten sie kalt, und beide brauchten nicht zu atmen, aber sie hatten ihre Blicke auf Jane Collins gerichtet. Die verdrehte leicht die Augen, weil sie ihre Pistole suchte. Keine der beiden Frauen hielt die Waffe in der Hand, sie musste irgendwo liegen, vielleicht zwischen den Kisten. Zwei Blutsaugerinnen, die ihr Opfer in unmittelbarer Nähe wussten. Das konnte für Jane nicht gut gehen. Sie hoffte nur, dass sich die beiden noch Zeit ließen. Je mehr davon verging, umso besser kam sie wieder in Form. Zwar zuckten noch die Schmerzen wie Stiche durch ihren Kopf, daran aber konnte sie sich gewöhnen, und sie würden auch wieder abklingen. Jane war eine gute Menschenkennerin. Sie übertrug das auch auf die Vampire und ging davon aus, dass die Wiedergängerinnen, sich mit der neuen Lage noch nicht zurechtgefunden hatten und sich Gedanken über ihr Opfer machten. Wer ist sie? fragte die Blonde. Ich weiß es nicht, aber sie ist uns gefolgt. Aus diesem Grund muss sie mehr wissen. Oder hast du mal einen Gast gesehen, der sich hier in den Keller verirrt hat? Nein, aber sie steckt voller Blut. Ich rieche es. Ich, ich will es haben. Wir werden es uns holen. Beide schwiegen und ließen Jane nicht aus dem Blick. Mach du den Anfang, Rachel. Die blondhaarige war angesprochen worden. Sie zögerte noch und wischte mit ihren Händen am Körper entlang, als wollte sie Schweiß von der Haut entfernen. Was ist los? Warum zögerst du, Rachel? Ich weiß nicht, ob es gut ist. Das war so nicht abgemacht. Wir sollten erst mit Justine reden. Unsinn. Sie ist nicht da. Aber sie kommt zurück. Und? Ich will nicht, dass wir bei ihr in einem schlechten Licht dastehen, verstehst du? Ja, ich weiß, aber keiner weiß, wann sie wieder bei uns ist. Sie will den Keller durchsuchen und ich will Blut. Es war der entscheidende Satz, der beide Blutsaugerinnen zu einer Kehrtwende zwang. Es war die dunkelhaarige Fiona, die den Anfang machte. Sie blieb nicht mehr stehen und ging einen ersten Schritt auf Jane Collins zu. Die Detektivin wusste, dass es jetzt Ernst wurde. Und sie dachte nicht daran, kampflos aufzugeben. Bisher hatte sie die andere Seite gut täuschen können. Jane riss sich zusammen. Am liebsten wäre sie aufgesprungen und hätte sich schon jetzt gewehrt. Doch das wäre kein günstiger Zeitpunkt gewesen. Fiona hielt an. Da ihr Opfer auf dem Boden lag, musste sie sich bücken. Jane hielt die Augen nur noch spaltbreit offen. Wer sie anschaute, musste den Eindruck haben, dass sie geschlossen waren. Sie sah das hübsche Gesicht der Blutsaugerin und fragte sich, wie es möglich war, dass eine derartige Person in diesen Kreislauf geraten war. Wenn allerdings die Cavallo ihr Netz gewoben hatte, war das erklärbar. An den Haaren wollte Fiona Jane in die Höhe ziehen. Genau das ließ sie nicht zu. Jane bewegte sich so schnell wie möglich und sie hatte sich auch ein Ziel ausgesucht. Mit beiden Händen bekam sie die Waden der Gestalt zu fassen, umklammerte sie, zerrte sie nach vorn und sorgte so dafür, dass Fiona nach hinten kippte. Selbst ein Vampir war fähig, einen Schrei der Überraschung auszustoßen. Der wehte aus dem Mund, als Fiona noch in der Luft lag. Nichts fing sie ab. Sie landete auf dem Rücken, und es gab einen harten Klatschlaut, als der Hinterkopf aufprallte. Es war auch für die Blutsaugerinnen überraschend gekommen, denn beide taten in den nächsten Sekunden nichts. So hatte Jane die Chance, wieder auf die Füße zu gelangen. Wäre sie in einer normalen Form gewesen, hätte sie kein Problem damit gehabt. So aber hatte sie den Eindruck, auf schwankenden Schiffsplanken zu stehen, als sie aus der gebückten Haltung hochkam und sich das Verließ plötzlich um sie drehte. Sie hörte einen wütenden Schrei, ihr Blick klärte sich zum Glück, und dann tauchte die blonde Rachel vor ihr auf. Ihr Gesicht war verzerrt. Und das lag nicht nur an Janes schlechter Sicht. Sie wollte der Detektivin an den Kragen. In diesem Fall war es der Hals, und Jane schaffte es nicht mehr, den Ausgang zu erreichen. Rachel Fleming hatte damit gerechnet und schneller reagiert. Sie packte zu und erwischte Jane an der rechten Schulter. Dort krallte sie sich fest. Und zerrte die Detektivin mit ihrer großen Kraft herum, um sie dann in eine andere Richtung zu schleudern. Nichts konnte Jane auf diesem Weg stoppen. Abgesehen von der Wand, und dagegen prallte sie. Aber nicht nur die Wand befand sich in ihrer Nähe. Als sie ein Bein anhob, trat sie dorthin, wo sich die Kisten stapelten. Unter dem Gewicht brachen sie zusammen, denn sie waren nur aus dünnen Hölzern zusammengenagelt. Jane trat in sie hinein, spürte den Druck der Wand im Rücken, der dafür sorgte, dass sie nicht zu Boden fiel. Auch wenn es ihr nicht leicht fiel, sie wehrte sich, und sie bückte sich im gleichen Augenblick, als ihr ein bestimmter Gedanke kam. Sie packte mit beiden Händen zwei dieser dünnen Holzscheite, um etwas in den Händen zu halten, womit sie sich wehren konnte. Damit würde sie zwar keinen Vampir vernichten können, sich aber einen vom Hals halten. Ein Brett nahm sie in die rechte, das andere in die linke Hand. Sie ließ die beiden erst gar nicht angreifen. Jane ging als erste zum Angriff über. Die blonde Rachel tauchte vor ihr auf. Sie schrie Jane Collins an, und die schlug zu. Da Rachel nicht auf eine Deckung geachtet hatte, drosch ihr Jane die Latte um die Ohren. Das Holz zersplitterte, aber Jane hatte freie Bahn, weil die Blutsaugerin zur Seite getaumelt war. Blieb die Braunhaarige. Sie war da. Plötzlich sprang sie Jane an. Sie schrie dabei. Ihre Hände waren zu Krallen geworden. So hätte sie gut in ein böses Märchen gepasst, und Jane mußte sich etwas einfallen lassen. Sie ließ die kurze Latte fallen, ging auf Fiona zu und senkte den Kopf. Beide prallten zusammen. Jane war es, die diesmal aufschrie. Ihr Kopf war nicht in Ordnung. Und das bekam sie jetzt zu spüren. Sie schrie vor Schmerzen und verlor die Übersicht, aber sie war für den Moment frei und konnte sich auch bewegen. Leider wusste sie nicht, welchen Weg sie nehmen musste, um die Tür zu erreichen. Sie taumelte einfach nach vorn, riss die Augen auf und sah jetzt etwas besser. Die Tür befand sich fast zum Greifen vor ihr. Instinktiv war sie in die richtige Richtung gelaufen, da hörte sie hinter sich einen Hauchlaut. Aus der Bewegung hervor warf sich Jane Collins zur Seite. Da hatte sie instinktiv reagiert, was auch ihr Glück war, denn der Hieb, der ihren Nacken hatte treffen sollen, erwischte sie nur an der Schulter. Trotzdem fiel sie zu Boden, landete auf dem Bauch, riss die Augen auf, sah die Türschwelle dicht vor sich, und dann landete ein Körper mit einer derartigen Wucht auf ihrem Rücken, das sie glaubte in zwei Teile zu zerbrechen. Ihr kurzer Schrei verwandelte sich in ein Wimmern. Jemand packte ihre Beine, zerrte sie hoch und schleifte sie bäuchlings über den Boden wieder tiefer in das Verlies hinein. Neben den zusammengebrochenen Kisten blieb sie liegen. Jemand stellte ihr einen Fuß auf den schmerzenden Rücken. Das war der Moment, in dem Jane klar wurde, dass ihr Widerstand gebrochen war. Ohne die entsprechende Waffe gegen zwei Vampire zu kämpfen, das war nicht zu schaffen. Sie hörte das Lachen, dann das Flüstern. Die Blutsaugerinnen hatten ihren Spaß. Sie würden ihrem Opfer nicht die Spur einer Chance lassen. Sie arbeiteten jetzt Hand in Hand. Gemeinsam drehten sie Jane auf den Rücken, die jetzt wieder in die Höhe schaute. Das Licht der beiden Kerzen flackerte. Es erzeugte bizarre Schattenwesen, die über den Boden und die Wände huschten, und auch die beiden Blutsaugerinnen nicht verfehlten. Sie standen nebeneinander. Ihre Haut war nicht mehr bleich, sondern von diesem Muster durchzogen. In wilder Vorfreude hielten sie die Mäuler bereits geöffnet. Ihre Zähne blitzten, als wären sie frisch lackiert worden. Niemand hielt Jane fest, das war auch nicht nötig, denn mit ihrer Widerstandskraft war es vorbei. In diesen Keller verirrte sich niemand, und selbst auf Justine Carvalho setzte Jane keine Hoffnungen mehr. Sie glaubte vielmehr daran, dass ihre Mitbewohnerin ihr eigenes Spiel durchzog und Jane Collins für sie nur ein Störfaktor war. Die blonde Rachel kroch auf die linke Seite. Fiona kniete an der rechten. Beide waren in ihrer Blutgier nicht mehr zu stoppen, doch es war Fiona, die den Anfang machen wollte. Sie griff zu, und hob den Kopf der Detektivin an, um ihn danach in die andere Richtung zu drücken, wobei Fiona ihr half. Jane kannte das Spiel. Die Haut an ihrer linken Halsseite sollte sich straffen. Dann würden die spitzen Zähne kein Problem haben, die wichtige Ader zu treffen. Jane wollte nicht. So einfach gab sie nicht auf. Sie warf ihren Körper von einer auf die andere Seite. Diesen blutgierigen Bestien wollte sie es so schwer wie möglich machen. Und erst als ihr jemand ins Gesicht schlug, lag sie wieder still. Wir können dir zuvor auch die Knochen brechen, fuhr Rachel sie an. Das ist ganz einfach. Dann wirst du vor Schmerzen verrückt werden. Wir aber haben auch weiterhin die Chance, das Blut einer Lebenden zu saugen. Janes Gesicht war gezeichnet. Sie suchte den Punkt an ihrem Körper, der nicht wehtat. An irgendeiner Stelle in ihrer unteren Gesichtshälfte war etwas von der Haut aufgeplatzt. Blut sickerte hervor, was den Vampirinnen natürlich auffiel. Beide schleckten sie das Blut ab. Für sie war es so etwas wie eine Vorspeise, denn das Hauptgericht sollte folgen. Es lag direkt vor ihnen. Sie mussten nur noch zugreifen. Und das taten sie. Rachel wollte den ersten Biss ansetzen sie würde sich mit ihrer Freundin ablösen, und Jane Collins fragte sich jetzt, ob es das gewesen war. Seit einiger Zeit lebte sie mit einer Blutsaugerin unter einem Dach. Sie hatten so etwas wie einen Burgfrieden geschlossen, und jetzt sollten ausgerechnet zwei Vampirinnen für ihr menschliches Ende sorgen. Das war kaum zu fassen, aber es entsprach den Tatsachen. Und als Rachel den Kopf noch weiter senkte, da wusste Jane, dass sie aus eigener Kraft nicht mehr davonkommen konnte. Dann berührten die Spitzen ihre Haut. Jane Collins schloss die Augen. Es gab keine Chance mehr. Sie war zu schwach, um sich zu wehren, und sie spürte schon den Druck der Zahnspitzen, die ihre Haut aufreißen würden. Da erlebte sie einen Traum. Eine Stimme peitschte auf. Sie gehörte einer Frau, und sie war Jane Collins bekannt. Lass sie los, befahl Justine Cavallo. Jane erlebte eine Szene, als wäre die Zeit eingefroren. Alles stand still. Die Detektivin wusste nicht, ob sie sich die Stimme eingebildet hatte. Sie war ihr bekannt, aber sie war ihr zugleich fremd. Lass sie los, habe ich gesagt. Endlich gehorchten die beiden. Es gab keinen Kontakt mehr zwischen ihnen und Jane, die sich noch nicht traute, Luft zu holen und sich zu freuen. Aber sie hörte, dass Justine näher kam und sich von der offenen Tür löste. Jetzt erst richtete sie ihren Kopf und auch den Oberkörper hoch, um in eine sitzende Position zu gelangen. Und wer da wie eine düstere Gestalt dicht vor der Tür stand, war tatsächlich Justine Cavaglio, auch als blonde Blutbestie bekannt. Sie hatte das Kommando übernommen und plötzlich waren Rachel und Fiona ganz klein geworden. Noch hockten sie neben Jane, aber sie hatten sich umgedreht und schauten zu ihrer Herrin hoch. Justine bot ein scharfes Bild. Hellblond, in ihrer dünnen Lederkleidung, das glatte, perfekte Gesicht zu einem arroganten Lächeln verzogen, war sie es, die hier das Kommando übernommen hatte, und ihre beiden Verbündeten gehorchten. Sie wandten sich von Jane ab, und drückten sich in die Höhe. Betreten blieben sie auf der Stelle stehen. Sie fühlten sich unwohl. Sie hoben ihre Schultern an, als wollten sie damit etwas ausdrücken. Warum? fragte Rachel Fleming. Warum nimmst du sie uns weg? Das war nicht abgemacht. Justin antwortete. Ich habe es nicht nötig, euch Gründe zu nennen. Ich tue es trotzdem. Sie gehört mir. Verstanden? Mir ganz allein. Und jetzt verschwindet. Geht den Gang rechts weiter. Da gibt es eine kleine Tür. Ich habe sie offen gelassen. Ihr werdet dort in einer Unterwelt landen. Den Weg nach oben müsst ihr euch selbst suchen. Ich verspreche euch, dass wir uns noch treffen werden. Beide nickten. Dann gingen sie weg. An der Tür blieben sie nochmal stehen und drehten sich um. Sie wollten einen letzten Blick auf das Opfer werfen, das ihnen entrissen worden war. Wenig später waren Jane Collins und Justine Carvalho allein. Jane blieb sitzen. So konnte sie sich am besten ausruhen. Die Kerzen waren nicht gelöscht worden. Nach wie vor verbreiteten sie ihr Flackerlicht. Muss ich dir jetzt dankbar sein? Das bleibt dir überlassen. Ja, flüsterte Jane. Die beiden hätten liebend gern mein Blut getrunken. Warum hast du das nicht zugelassen? Frag mich nicht. Es gibt andere Opfer, die sie sich holen können. Sie werden noch satt. Da musst du dir keine Sorgen machen. Das denke ich auch. Aber sie sind weder vom Himmel gefallen noch aus der Hölle gestiegen. Wer hat dafür gesorgt, dass sie zu Blutsaugerinnen wurden? Bist du es gewesen? Wer sonst? Und was hast du damit bezweckt? Jane Collins erhielt eine Antwort, nur nicht von der Cavallio. Chaos, Angst unter den Menschen verbreiten. Oder habe ich damit zu so Unrecht, Justine? Fragte John Sinclair. Ich war da. Ich hatte schon einige Sekunden zugehört und wusste damit, dass ich zu spät gekommen wäre, um Jane Collins zu retten. Die andere Seite war schneller und gnadenloser gewesen. Dass letztendlich Justine Carvalho die Fäden zog, war auch für mich überraschend. Wir waren es gewohnt, dass sie ihre eigenen Wege ging. Diesmal jedoch war sie von ihrem normalen Weg abgewichen. Sie hatte zwei Personen zu Vampiren werden lassen, ohne sie danach zu töten. Denn das hatte sie sonst immer getan. Die cavallo lachte. Sie gab sich locker und drehte sich zu mir um. Da sind wir ja wieder zusammen. Hätte mich auch gewundert, wenn du hier nicht mitgemischt hättest. Aber in diesem Fall bist du zu spät gekommen. Du hättest Jane nicht retten können. Das habe ich getan. Und ich hoffe, dass du es nicht vergisst, Jane. Die rappelte sich hoch, während ich das Verlies betrat, und mich an die schlechte Luft gewöhnen musste. Die Cavallo lächelte mich an. Es war kein nettes Lächeln, aber das war ich auch nicht von ihr gewöhnt. Sie sah mich manchmal als Partner an, worauf ich gut verzichten konnte, aber sie hatte sich bei Jane Collins eingenistet, und ich musste auch zugeben, dass sie uns manches Mal unterstützt hatte. »Was sollte das alles?« fuhr ich sie an. »Hatten wir nicht eine Abmachung?« »Welche denn?« das weißt du genau. Du kannst dir dein Blut holen, dagegen können wir nichts tun. Aber damit hat es sich auch. Du wolltest immer dafür sorgen, dass deine Opfer aus dem Verkehr gezogen werden. Und das ist heute nicht passiert. Bist du dir sicher, Partner? Hör auf mit dem Partner. Oh, angefressen? Das war ich tatsächlich. Ich hatte die Personen noch nicht gesehen, die von ihr zu Vampiren gemacht worden waren. Da war ich leider etwas zu spät gekommen. Und jetzt nickte ich. Ja, ich bin angefressen und du kennst den Grund. Du hast unsere Abmachung gebrochen. Du hast dir den Blut besorgt und die Opfer nicht aus der Welt geschafft. Stimmt, Geisterjäger. Und warum hast du das getan? Das ist ganz einfach. Ich wollte mal Spaß. Ich habe sie frei laufen lassen. Ich wollte sehen, wie sie reagieren, wenn sie auf der Suche nach Blut sind. Und wer sind sie? Aus dem Hintergrund gab Jane die Antwort. Zwei hübsche junge Frauen schon. Die eine heißt Rachel, die andere Fiona. Ich habe sie auch nicht gekannt. Bis vor kurzem, da habe ich eben ihre Bekanntschaft machen müssen. Und wo sind sie jetzt? Weg. Justine hat sie laufen lassen. Wärst du etwas früher hier eingetroffen, hättest du sie erschießen können. So aber sind sie wieder unterwegs, und die Nacht ist noch lang. Das war eine Erklärung, die mich nicht eben erfreute. Ich wandte mich an die Cavaglio. Stimmt das? Ich denke schon. Und wo stecken Sie jetzt? Zuerst lachte sie, dann fing sie an zu sprechen. Sie können überall sein. Ich habe Sie laufen lassen. Sie sollen Ihre Freiheit haben. Und Sie werden Menschen anfallen. Das gehört dazu. Ich wollte Ihnen dieses Vergnügen gönnen, aber ich habe alles unter Kontrolle. Ich lasse Sie nur so weit kommen, wie ich es will. Auch jemand wie ich möchte Ihren Spaß haben. Es kann schön sein, sich an der Panik zu erfreuen. Ich wäre ihr am liebsten an die Kehle gegangen. Noch besser wäre es gewesen, sie zu vernichten, aber dazu würde sie mich nicht kommen lassen. Zudem kannte ich ihre Kräfte. Sie waren wesentlich stärker als die eines normalen Menschen. Diese Nacht gehört mir und meinen Verbündeten, erklärte sie uns, bevor sie sich umdrehte und den Kellerraum verließ. Zunächst mal sagten wir nichts. Jane und ich schauten uns nur an. In uns beiden arbeitete es. Aber wir wussten auch, dass wir die Cavallio nicht zurückholen konnten. Jane machte den Anfang. Sie hob die Schultern und ging auf mich zu. Ich sah, dass sie leicht schwankte. Sie musste etwas mitbekommen haben. Auch die Platzwunde an ihrem Kinn war nicht zu übersehen. Sie fiel mir einfach in die Arme und flüsterte, bitte John, halt mich fest. Das brauche ich jetzt. Okay, keine Panik. Wir sind wieder zusammen. Was hatte ich überhaupt hierher in den Keller getrieben? Justine Carvalho und meine Neugier. Die Carvalho tauchte plötzlich in der Kneipe auf. Ich konnte sehen, wohin sie ging, denn einen Drink wollte sie nicht nehmen. Nach und nach erzählte mir Jane, was sie erlebt hatte. Nun ja, zum Glück war dann trotz allem die Carvalho erschienen, denn die beiden Vampirinnen hätten Janes Blut bis auf den letzten Tropfen ausgesaugt. Das muss auch für die Carvalho überraschend gewesen sein, John, mich hier zu treffen. Und jetzt weiß ich auch, warum sie so lange nicht bei mir im Haus gewesen ist. Sie war dabei, einen Plan auszuhacken, und sie hat dabei unsere Vereinbarung vergessen. Das muss man so sehen. Jane drückte sich von mir weg. Brechen jetzt andere Zeiten an? murmelte sie. Ist die Abmachung zwischen ihr und uns aufgehoben worden? Wenn ja, auf was müssen wir uns einstellen? Ich hoffe nicht, dass sie ab jetzt nur ihren Gelüsten nachgeht, sagte ich. Das wird Ärger geben worauf du dich verlassen kannst. Ich hatte zwar mit Jane gesprochen, mich aber auch umgeschaut und sah, dass nahe einer Kerze eine Pistole lag. Es war eine Beretta, die ich aufhob und sie Jane entgegenstreckte. Das ist doch deine, oder? Schlagartig war Jane erleichtert. Und ob? Die habe ich verloren, bevor ich sie einsetzen konnte. Ich wollte die beiden Blutsaugerinnen erschießen, aber es kam anders. Und jetzt sind sie weg. Jane steckte ihre Pistole ein. Das ist leider wahr. Die können sich wieder unter die Menschen mischen. Aber sie haben nicht den Weg genommen, den wir gekommen sind. Das überraschte mich. Gibt es denn noch einen anderen? Ja, den gibt es. Die andere Seite des Ganges steht ihnen offen. Das weiß ich von Justine. Und wo führt der Weg hin? Es muss da eine Tür geben, durch die man in eine andere Umgebung fliehen kann. Kanalisation? Jane hob die Schultern an. Ich weiß es nicht. Okay, das schaue ich mir an. Warte, ich gehe mit. Mit dem Gehen war das so eine Sache. Der Kampf hatte Jane Collins geschwächt. Zwar hielt sie sich auf den Beinen, aber ihr Gang war doch leicht schwankend. Es ging ihr besser, als sie sich an meinem Arm festhielt. Der Gang veränderte sich nicht. Wir mussten uns auch nicht bücken, aber länger als nötig wollte ich mich in dieser Umgebung nicht aufhalten. Sie kam mir vor, als könnte sie jeden Augenblick zusammenbrechen, weil die Wände recht schief waren, auch nicht glatt und mit zahlreichen Beulen versehen. Die Luft hier stand. Sie roch allerdings nicht nach Fäulnis, war einfach nur schlecht. Ich hatte meine Lampe hervorgeholt. Ihr Strahl wies mir den Weg, und er fand sein Ziel an dieser Tür aus Eisen, von der gesprochen worden war. Sie stand nicht offen. Dennoch war klar, dass die beiden Blutsaugerinnen diesen Weg genommen hatten. Ich umfasste einen Hebel und konnte sie ganz aufziehen. Jane blieb hinter mir. Und so konnte ich in eine Höhle leuchten. So jedenfalls kam mir die neue Umgebung im ersten Moment vor. Es war eine große Halle, in die der helle Strahl stach. Aber sie war nicht leer, denn sie war, und das sahen wir bereits beim ersten Ableuchten, mit alten Maschinen bestückt. Ich bin kein Techniker, doch ich erkannte, dass es Maschinen waren, die für eine Energiegewinnung sorgten. Eine Art Dampfmaschine fiel uns auf. Aber auch Generatoren standen auf dicken Platten, waren verstaubt und wahrscheinlich längst eingerostet. Ich leuchtete nach oben, sah die hohe Decke und die Lampen mit breiten Schirmen, die über unseren Köpfen hingen. Dieser Bereich war längst stillgelegt worden. Die Technik war überaltert, und wir mussten auch nicht lange raten, wo wir uns befanden. Jane deutete gegen die Decke. Weißt du, was wir dort finden, wenn wir ein Loch reinstoßen? Ja, den Schlachthof. Genau den. Jeder hing seinen Gedanken nach, bis ich fragte. Und du bist sicher, Jane, dass die Blutsaugerinnen diesen Weg genommen haben? Welchen sonst? Dann müssten wir sie hier finden. Das glaubst du doch nicht wirklich. Wieso nicht? Jane lachte. Was sollen die hier schon? Die beiden sind hungrig, sie brauchen frisches Blut, und ich denke nicht, dass sie das hier unten finden. Dann also oben? Bestimmt. Ich dachte nach. So Unrecht hatte Jane Collins sicherlich nicht. Hier in dieser Umgebung gab es nichts für die Blutsaugerinnen, mit dem sie sich hätten zufrieden geben können. Sie brauchten Menschen, und die gab es über uns in den Hallen, wo geschlachtet wurde. Keine angenehme Vorstellung, dort nach irgendwelchen Vampiren zu suchen. Um uns herum war es ruhig, aber nicht still. Hin und wieder hörten wir ein Geräusch, ein leises Knacken oder auch Stöhnen des Metalls, das in seinem Inneren arbeitete. Manchmal hörte es sich an, als wären Geister freigelassen worden, die dann unter einem großen Druck arbeiteten. Gesetzt den Fall, du hast recht, Jane. Dann muss es einen Weg geben, um nach oben zu gelangen. Bestimmt, den finden wir auch. Du hast nur einen Bruchteil angeleuchtet. Da konnte ich nicht widersprechen. Ich machte mich auf den Weg und Jane blieb an meiner Seite. Wir gingen an den Maschinen vorbei und suchten eigentlich eine Treppe, die nach oben führte, denn dort sahen wir an den Wänden so etwas wie eine Galerie. Schienen waren an der Decke befestigt, aber kein Greifarm lief mehr über sie hinweg. Die Galerie war interessanter. Dort musste man hochgehen können und auch wieder nach unten kommen. Ich entdeckte die Treppe, die sich dort befand, wo die beiden Wände sich trafen. Eine Feuerleiter war es nicht, obwohl das Gebilde aus Metall bestand. Es war auch zwischendurch keine kleine Plattform vorhanden, auf der man sich ausruhen konnte. Zwei Geländer rahmten die Stufen ein. Vor der untersten blieben wir stehen. Jane lächelte. Ich wusste es doch. Ich leuchtete in die Höhe. Der Steg der Galerie war kompakt. Auch dort gab es ein Geländer. Aber wir sahen nicht, wo der Steg sein Ende hatte. Das würden wir herausfinden, wenn wir oben waren. Jane tippte mich an. Machst du den Anfang? Nein, geh du vor, falls du es schaffst. Warum nicht? In deinem Zustand. Sie funkelte mich an und ließ mich auch nicht ausreden. Hör mal, ich bin nicht aus Zucker. Ich kriege das schon hin, da musst du dir keine Sorgen machen. Alles klar. Geh hoch. Sie drückte sich kopfschüttelnd an mir vorbei und griff nach den beiden Geländern rechts und links der Stufen. Dann stieg sie hoch, wobei ich sie genau beobachtete. Sie war schon noch etwas unsicher und bewegte sich auch steif und mit einem starr wirkenden Rücken. Nachdem sie einige Stufen hinter sich gebracht hatte, ging ich ihr nach. Wenn diese Eisentreppe auch alt war, wir konnten uns darauf verlassen, dass die Stufen nicht durchgerostet waren, und so gelangten wir Meter um Meter näher an unser Ziel. Ich hatte damit gerechnet, dass Jane eine Pause einlegen würde. Die Blöße gab sie sich nicht. Sie stieg unverdrossen weiter, auch wenn es ihr schwer fiel. Als sie die Treppe hinter sich gebracht hatte, musste sie sich erstmal gegen das Geländer an der Galerie lehnen und dort tief durchatmen. Ich sah, dass sie zitterte. Und als das Licht meiner Lampe sie traf, sah ich ihr schweißfeuchtes Gesicht. Geht es? Sie nickte nur und klammerte sich am Handlauf der Galerie fest. Ich brauche nur eine kleine Pause. Du kannst inzwischen vorgehen und nach einer Tür suchen. Wovon träumst du in der Nacht? Jane grinste nur angestrengt. Und so warteten wir gemeinsam ab, bis es ihr wieder besser ging und sie einigermaßen zu Kräften gekommen war. Ich hatte mich in der Zwischenzeit umgeschaut und war froh, eine lichtstarke Lampe zu besitzen. Der Strahl huschte an der Wand entlang, die im rechten Winkel von uns lag, und erreichte auch das Ende der Galerie. Dort glaubte ich eine Tür zu erkennen. Ich konnte mich allerdings auch geirrt haben. Egal, wir würden den Weg gehen, nachdem mir Jane erklärt hatte, dass sie sich einigermaßen fit fühlte. Vampire in einem Schlachthaus. Verdammt, das haben wir auch noch nicht erlebt. Stimmt. Dabei mag ich Schlachthäuser nicht. Sie schüttelte sich. All die toten Tiere und das viele Blut. Dann die Arbeiter mit ihren oft blutigen Lederschürzen. Der Geruch, der Dampf, der aus den Kesseln kriecht, wenn etwas gekocht worden ist. Du kennst dich ja gut aus. Habe ich mal im Fernsehen gesehen. Aber eines hast du vergessen, Jane. Was denn? Zwei leicht bekleidete Frauen, die plötzlich in dieser blutbesudelten Umgebung auftauchen. Da müssen sie sich ja wohlfühlen. Durchaus möglich. Aber das Tierblut hat nichts mit dem eines Menschen zu tun. Wir blieben vor der Tür stehen, die das Ende der Galerie bildete. Sie bestand aus Metall, sah sehr kompakt aus und ließ sich durch einen Hebel öffnen. Er war nach oben gedrückt worden. Für uns ein Zeichen, dass die Tür offen war. Ich schaute Jane an und sah, dass sie die Lippen zusammengepresst hatte. Sie atmete scharf durch die Nase. Auf ihrer Stirn glänzten Perlen aus Schweiß. Geht es noch? fragte ich. Keine Sorge, John. Ich spreche schon nicht zusammen. Da müssen wir durch, denn es gibt keinen anderen Weg. Gut. Ich faßte den Hebel mit beiden Händen an und zog die Tür auf, hinter der eine Welt lag, die von den meisten Menschen abgelehnt wurde. Auch wenn sie gern Fleisch aßen. Es stank nach Blut. Irgendwo war ein Zischen zu hören. Unter der Decke befanden sich drei große Duschköpfe, und der Raum, in den die beiden Blutsauger gehuscht waren, war vom Boden bis zur Decke hin vollgefließt mit gelblichen Kacheln. Diese Umgebung hatte den Charme einer Leichenhalle, was den Blutsaugerinnen allerdings nichts ausmachte. Sie fühlten sich überall wohl. Oder es war ihnen gleichgültig, wo sie sich aufhielten. Es zählte nur, wie sie an das Blut herankamen. Und hier rochen sie es überall. Mal stärker, dann wieder schwächer. Aber der Geruch war vorhanden. Nur hätten sie es lieber gehabt, das Blut der Menschen zu riechen. Das war auch vorhanden, doch es floss nicht in Strömen wie das Tierblut, das sich seinen Weg durch breite Rinnen bahnte. Gesehen hatten sie es noch nicht, und sie waren auch selbst nicht entdeckt worden. Nach dem Eintreten hatten sie so schnell wie möglich einen leeren Raum gesucht, und den hatten sie auch gefunden. Es war eine große Dusche. Was hier abgewaschen wurde, wussten sie nicht, denn es gab keine Reste auf dem Boden, die darauf hindeuteten. Sie befanden sich nicht im Zentrum, aber sie hörten, dass gearbeitet wurde. Das Schreien der Tiere, bevor man sie tötete, drang nicht an ihre Ohren, das musste in einem anderen Teil dieses großen Schlachthauses passieren. Besonders glücklich waren sie über diesen Fluchtweg nicht. Sie wären lieber nach oben in das Lokal gegangen. Da wären sie auch nicht unbedingt aufgefallen, was hier der Fall sein würde, wenn man sie erstmal entdeckt hatte. Als Geschöpfe der Nacht fühlten sie sich in der Dunkelheit wohler als hier im hellen Schein. Es war zum Glück ein künstliches und sehr kaltes Licht und nicht aus der normalen Sonne. Beide schauten sich an. Gehen wir? fragte Fiona. Müssen wir wohl. Ich will endlich Blut trinken. Rachel lachte nur. Sie machte den Anfang und ging auf den offenen Eingang zu. Es war ein Rechteck in der Wand. Dahinter lag ein Betongang. Sie mussten sich zur linken Seite wenden, denn dort sahen sie die breiten und schweren Kunststofflappen, die den Eingang zu einer großen Halle bildeten. Das glaubten sie zumindest dahinter war es heller da hörten sie dann auch stimmen beide schlichen vor die kunststoffbahnen bewegten sich zitternd vor ihnen an manchen stellen sahen sie dunkle flecken blutspritzer die an der innenseite klebten rachel machte den anfang sie drückte sich in die lücke zwischen zwei bahnen und hatte es als erste geschafft sofort ging sie vor um Fiona Platz zu machen. Ja, sie befanden sich in einer Halle, und so sahen sie einige Schweinekörper, die an Haken hingen und über eine unter der Decke hängende Transportbahn in einen anderen Teil der Halle geschafft wurden, wo Männer mit Sägen standen und auf die Körper warteten. Im Moment stand alles still, und sie hörten aus dem Hintergrund der Halle das Geschrei. Die Stimmen der Arbeiter halten, deshalb hörte es sich an wie ein Schreien, lautes Schreien. Die Leute selbst waren nicht zu sehen. Sie standen hinter den Schweinen, die einen Schutz bildeten. Sollen wir? fragte Rachel. Warte noch. Warum? Wenn die Tiere weiter wandern, haben wir mehr Deckung. Dann können wir sie erwischen. Rachel leckte über ihre Lippen. Sie zitterte nicht, aber sie vibrierte. Die Sucht nach dem Blut der Menschen steigerte sich bei ihr von Sekunde zu Sekunde. So etwas wie eine blechern klingende Sirene dröhnte auf. Sogar die Vampirinnen schraken zusammen. Dann setzten sich die Schweine wieder in Bewegung. Es gab ein kurzes Pendeln, wenn sie gegeneinander stießen. Dann waren sie wieder auf dem Weg, um von den Arbeitern in Stücke geschnitten zu werden. Dafür sorgten die Kettensägen der Männer. Die Geräusche erzeugten bei manchen Menschen eine Gänsehaut, nicht so bei den Blutsaugern. Sie blieben davon unbeeindruckt. Beide bewegten sich in Deckung der toten und leicht schwingenden Körper. Noch war ihnen kein Blick in den zweiten Teil der Schlachthalle gestattet, das änderte sich erst, als sie eine Kurve hinter sich gelassen hatten. Jetzt war ihr Blick frei, und selbst sie blieben überrascht stehen, als sie sahen, was da passierte. Etwa ein halbes Dutzend Männer arbeiteten an den Schweinen. Sie trugen Schutzkleidung, dicke Handschuhe und ein großer Teil der Kleidung, war mit dem Blut der Tiere besudelt. Sie gingen mit ihren Kettensägen perfekt um. Sie brauchten die Werkzeuge nur einmal anzusetzen, um die Schweine in zwei Hälften zu teilen. Beide fielen nach unten und landeten auf einem breiten Transportband, das sie in eine Nebenhalle schaffte, wo sie weiterverarbeitet wurden. Und? fragte Fiona. Ich brauche Blut. Versuchen wir es hier? Wo sonst? Fiona hatte noch Bedenken. Was ist mit den Kettensägen? Damit werden nur Schweine geteilt. Ich glaube nicht, dass sie uns damit angreifen. Sie werden denken, in einem Film zu sein, wenn sie uns sehen. Dann nichts viel los. Es war kalt in dieser Umgebung. Als Menschen hätten Fiona und Rachel gefroren, nicht aber als Vampire. Für sie gab es weder Hitze noch Kälte, nur das Blut der Menschen. Und mit einem Blutgeruch oder Blutgestank wurden sie konfrontiert, aber es war nicht der geruch den das menschenblut abgab schritt für schritt kamen sie näher noch waren die männer in ihrer arbeit vertieft sie hatten keine augen für die umgebung doch das änderte sich wenig später der mann der ganz außen schnitt ein bulliger kerl mit roten haaren entdeckte sie zuerst er hob seine kettensäge nicht mehr an stieß dabei einen schrei aus und blieb auf der stelle stehen ohne sich um die wandernden schweine zu kümmern der schrei war gehört worden auch zwei andere arbeiter ließen ihre werkzeuge sinken und dann starrten sechs augenpaare die beiden frauen an keiner der männer ging davon aus dass es sich bei ihnen um vampire handelte zudem glaubten sowieso die wenigsten menschen daran und so tat niemand etwas um die beiden aufzuhalten außerdem war die überraschung zu groß wieder brüllte die Sirene. Der Stillstand des Transports war bemerkt worden. Keiner der Männer kümmerte sich um das Geräusch. Die Schlachter hatten ihre Arbeit unterbrochen, und einige von ihnen hatten sogar ihre Sägen ausgeschaltet. Fiona und Rachel genossen ihren Auftritt. So hatten sie sich ihn vorgestellt. Ihre hohen Hacken der Schuhe hinterließen ein hartes Tacken auf dem Fliesenboden. Fiona Jackson trug ein Oberteil, das ihre Brüste hochschob. Die Netzstrümpfe ließen die Beine noch länger aussehen, der Lippenstift an ihrem Mund war leicht verschmiert. Der Mann mit den roten Haaren, die unter einer Mütze hervorschauten, schüttelte den Kopf, dann lachte er und rief »Träumig? ich? oder was ist das hier? Die anderen sagten nichts. Sie konnten sich nur wundern und starren. Fiona ging etwas schneller, und sie gab dem Mann auch die Antwort, Nein, du träumst nicht. Der Rothaarige lachte. Irre, ehrlich, habt ihr euch denn verlaufen? Bestimmt nicht. Aber wir haben noch keinen Feierabend. Danach könnt ihr mit uns machen, was ihr wollt. Das werden wir jetzt schon. Wieso? Ich bin scharf auf dich. Der Mann gehörte nicht zu den Menschen, denen es schnell die Sprache verschlug. Das war jetzt geschehen. Er wollte wohl etwas sagen konnte es aber nicht, weil er einfach kein Wort hervorbrachte. Fiona Jackson war noch eine Schrittlänge von ihm entfernt, als sie anhielt und die Arme ausbreitete. Willst du mich oder willst du mich nicht? Scheiße, aber nicht hier. Ihr seid doch verrückt. Das kann man nicht durchziehen. Doch, wir wollen es. Leg deine Säge weg. Und und dann? Wirst du schon sehen. Die Sirene jaulte nicht mehr. Aber im Hintergrund waren laute Stimmen zu hören. Irgendwelche Leute hatten gemerkt, dass hier etwas nicht stimmte. Davon ließ sich Fiona nicht beirren. Sie setzte ein breites Lächeln auf, ohne ihre Zähne zu zeigen. Das würde sie tun, wenn der richtige Zeitpunkt da war. Und es war ihr egal, ob der Mann seine Kettensäge in den Händen hielt. Sie war nahe genug heran, um ihre Hände auf seine Schultern zu legen. Die Jungs hier waren alle keine Klosterschüler. Sie standen mitten im Leben. Die Arbeit hatte sie gezeichnet. Sie gehörten zu der rauen Sorte, aber in diesen Augenblicken waren sie nicht fähig, etwas zu unternehmen. Sie standen da, gaben keinen Laut von sich, abgesehen von den scharfen Atemstößen, und schauten aus weit aufgerissenen Augen zu, was da passierte. Einer von ihnen fasste sich ein Herz und presste einige Worte hervor. Ready, die will dich bumsen! Er lachte. Der Rothaarige sagte nichts, auch da nicht, als Fiona nickte. Dein Kollege hat recht, Reddy. Obwohl es kalt war, bekam er einen roten Kopf. Er nahm nochmal Anlauf, um etwas zu sagen, als zwei Hände seine Ohren packten und dann seinen Kopf nach rechts drückten. Da erst erwachte er aus seiner Trance. He, was soll das? Das gehört alles zu meinem Vorspiel. Du bist wahnsinnig! Ja, Reddy, das bin ich. Ich bin einfach wahnsinnig nach deinem herrlichen Blut. Bevor der Mann darauf antworten konnte, zuckte der Kopf der Blutsaugerin vor, wobei sie zugleich den Mund weit aufriss, um dann ihre Zähne in die straffe Haut seines Halses zu hacken. Jane Collins hatte die Tür hinter mir geschlossen und war an meine Seite getreten. Ich hatte bereits zwei Schritte zurückgelegt und wartete auf sie. Wir standen in einem Schlachthaus, aber danach sah es beim ersten Hinschauen nicht aus, denn wir hätten uns auch in einer Kaue befinden können, denn um uns herum waren die Wände gekachelt, und die gelblichen Fliesen bedeckten auch den Fußboden. Weiter vorn gab es einen Durchgang in die Arbeitshalle. Im kalten Licht der Deckenleuchten schimmerte dieser Vorhang aus Kunststoff wie Rinderfett. Jane nickte der Abtrennung entgegen. Dahinter werden wir mehr wissen. Das war klar. Es stand auch fest, dass in diesem Schlachthof gearbeitet wurde, nur war davon nichts zu hören. Es war recht still, abgesehen von einigen Geräuschen, die wir zwar zu hören bekamen, damit aber nichts anzufangen wussten. Du hast Probleme, John? Ich hob die Schultern. Nein, nicht direkt, aber es ist ziemlich still. Kann sein, dass gerade Pause ist. Ich grinste schief. Das wäre zu hoffen. Nach diesem Satz ging ich entschlossen auf die Abtrennung zu. Wohl war mir dabei nicht, was auch an der Umgebung lag, denn es gab sicherlich nicht viele Menschen, die Schlachthöfe mochten. Ich blieb vor den breiten Lappen stehen. Sie bildeten eine Trennung, die von Gabelstaplern angehoben werden konnten, aber es gab auch Sichtlücken zwischen den Bahnen. Mein Blickwinkel war nicht ideal. Was ich zunächst zu sehen bekam, waren die aufgehängten Schweinekörper. Das Transportband stand im Moment still. Den Grund erkannte ich nicht, doch damit gab ich mich nicht zufrieden. Siehst du was? flüsterte Jane Collins dicht hinter mir. Noch nicht. Nach dieser Antwort vergrößerte ich die Lücke und schob mich halb in die andere Halle hinein. Und dann sah ich es. Einige Arbeiter hatten damit aufgehört, ihren Job zu machen. Sie standen da, hielten ihre Kettensägen fest, und hatten nur Augen für die beiden Frauen und für einen Mann mit rostroten Haaren, um den sich die dunkelhaarige Vampirin kümmerte. Sie stand dicht bei ihm und war bereit für den Blutbiss. Für die Spanne nicht mal einer Sekunde hatte Reddy gesehen, was mit dieser Frau geschehen war. Okay, sie hatte den Mund aufgerissen, aber da war etwas zu sehen gewesen, das ihn völlig aus der Bahn warf. Zwei lange, spitze Zähne. Wenig später spürte er sie an seinem Hals und erlebte den Druck als Biss. Reddy schrie auf. Er wusste, dass ihm im Moment keiner helfen konnte. Er war völlig auf sich allein gestellt. Er war jemand, der sich stets durchboxte, der sich Respekt verschaffte, aber in diesem Moment war das nicht mehr möglich. Da kam er sich wie ein kleiner Junge vor, der im Griff seiner Mutter hing. Der Schmerz war da, hatte sich auch schnell wieder verflüchtigt. Was er in diesen Sekunden erleben musste, das raffte er nicht sofort, aber dieser Mund wollte sich einfach nach dem Beißen nicht von seinem Hals entfernen. Er hörte das Schmatzen, er spürte, dass ihm Blut ausgesaugt wurde, und genau das war der Augenblick, in dem er seine Lethargie überwand. Reddy schrie auf und handelte. Er warf sich auf der Stelle herum. Zugleich packten seine Hände den Frauenkörper, und dann bewies Reddy, welche Kraft in ihm steckte. Er riss den Körper von sich weg. Dass Hautfetzen von seinem Hals gerissen wurden, interessierte ihn nicht weiter. Er hielt die Person gepackt und sah für einen Moment ihr Gesicht und den mit Blut verschmierten Mund. Er schrie nochmal. Danach wuchtete er die Person zu Boden. Die Frau wurde förmlich auf die Fliesen geschmettert. Es war auch zu hören, dass sie mit dem Kopf aufschlug, und sie hätte eigentlich bewusstlos werden müssen, was aber nicht der Fall war. Sie schrie nur auf und wälzte sich herum. Aber sie war nicht kampfunfähig geworden, denn nach der dritten Rolle nutzte sie den Schwung aus und kam wieder auf die Beine. Ein kurzes Kopfschütteln reichte ihr. Geduckt blieb sie vor Reddy stehen und fauchte ihn an. Es war der Moment eingetreten, in dem keine der beiden Parteien wusste, wie es weitergehen sollte. Die Arbeiter waren einfach zu geschockt, um etwas zu unternehmen. Und sie mussten ein Bild verkraften, das ihrer Meinung nach nicht real sein konnte. Nicht nur die Dunkelhaarige hielt ihren Mund weit offen, auch die Blonde tat es. Und beide hatten die widerlichen langen, spitzen Zähne, die nur darauf warteten, in Hälse geschlagen zu werden. Reddy fand die Sprache wieder. Dabei fuhr er mit der flachen Hand über seine Wunde. Du. Keuchte er. Du verdammtes Stück! Du hast mich angefallen! Du hast mein Blut gewollt! Ja, ich weiß, dass du es trinken wolltest! Bist du ein Vampir? Reddy war so etwas wie der Anführer der Gruppe. Auch jetzt zollte man ihm Respekt, denn die Kollegen hielten sich zurück. Sie waren noch mit ihren Sägen bewaffnet, waren aber zu Statuen erstarrt. Fiona lachte. Dann drückte sie den Kopf nach hinten und schaute zur Decke. Sie senkte ihn wieder, damit sie Reddy anstarren konnte. Ja, ich bin ein Vampir. Ich brauche Blut, viel Blut. Ich will leben und ich werde leben. Reddy lachte. Es klang ebenso künstlich wie das Lachen der Vampirin. Beide waren überfordert, aber Reddy spürte, dass alles anders geworden war. Er war nicht mehr der Chef. Die beiden Frauen hier hatten das Kommando übernommen, und er stellte mit einem Seitenblick fest, dass sich auch die Blonde bewegte und sich an einen anderen Arbeiter heranschlich. Pass auf, Woody. Die Warnung kam zu spät. Die Blonde stieß sich ab und rammte ihre Füße in den Rücken und in die Seite des Mannes. Der kippte nach vorn, landete auf dem Boden und rutschte auf die an den Haken hängenden Schweinehäften zu. Bevor er sich versah, stürzte sich Rachel auf ihn und riss ihm die Kettensäge aus der Hand, die er wie einen lebensrettenden Anker umklammert hielt. Reddy und die anderen Männer bewegten sich nicht. Sie waren von einer Schockstarre überfallen worden, denn noch immer dachten sie darüber nach, was hier geschehen war. Dass sie es nicht mit normalen Menschen zu tun hatten, sondern mit blutgierigen Vampiren. Fiona nutzte die Lage aus. Sie schrie und griff Reddy erneut an. Ihre Freundin hatte es geschafft und die Kettensäge an sich genommen, das wollte sie auch. Als Reddy das verzerrte Gesicht der Bestie vor sich auftauchen sah, riss er seine Säge hoch und stellte sie ein. Das hässliche Geräusch übertönte die Schreie der Arbeiter, die genau sahen, was sich anbahnte. Reddy griff mit der Säge an. Jetzt kannte er kein Pardon mehr. Er wollte dieses mörderische Weib zerteilen, das kein Mensch mehr war. Schräg setzte er die Waffe an, als ihn ein harter Tritt in den Unterleib traf. Noch bevor er etwas tun konnte. Reddy sackte zusammen. Er heulte auf. Das Geräusch klang quer durch die Halle und wurde als Echos von den Wänden zurückgeworfen. Fiona zögerte keine Sekunde. Reddy hatte die Säge fallen lassen müssen. Seine Hände hielt er in den Unterleib gepresst, wo der Schmerz in wilden Schüben wütete. Fiona bückte sich. Fast lässig hob sie die Säge auf und hielt sie hoch. Jetzt war auch sie bewaffnet, nicht nur ihre Freundin Rachel. Und sie schrie ihren Triumph heraus. Blut! brüllte sie. Jetzt wird Euer Blut fließen. Das ist die Stunde der Wahrheit. Auch Jane Collins hatte gesehen, was da in der Halle abgelaufen war. Wir standen noch am Durchgang und waren von den Vorgängen überrascht worden. Die beiden Blutsaugerinnen hatten bewiesen, wie gefährlich sie waren. Für einen gezielten Schuss, Standen wir zu weit entfernt. Zudem war alles sehr schnell über die Bühne gelaufen, doch zum Glück hatte es bisher keine Toten oder Verletzten gegeben. Danach sah es jetzt nicht mehr aus. Die Untoten hatten es geschafft, sich mit Kettensägen zu bewaffnen, und wie ich sie einschätzte, würden sie sie auch einsetzen. Es war möglich, dass wir etwas zu lange gewartet hatten. Das musste sich ändern. Ich warf einen Seitenblick auf Jane Collins, Sie hielt ihre Pistole mit beiden Händen fest, und sie war recht blass geworden, obwohl sie die Waffe besaß. Los jetzt. Mehr musste ich nicht sagen. Wir liefen, aber wir rannten nicht. Vor uns war die Szene erstarrt, aber diese dunkelhaarige füllte sie mit Leben, indem sie den Leuten klar machte, was sie mit ihnen vorhatte. Jetzt war es für sie nicht mehr wichtig, die Zähne in die Hälse zu schlagen, sie wollte Blut sehen. Das mussten wir verhindern. Und ich versuchte es mit einem Schrei, während ich weiterlief. Genau das war richtig. Beide hatten den Schrei gehört, beide zuckten herum, und plötzlich sahen sie sich zwei neuen Gegnern gegenüber, die sich nicht einschüchtern ließen. Jane Collins schrie auf. Wahrscheinlich dachte sie daran, was man ihr angetan hatte. Sie hasste beide. Fiona und auch Rachel, und dieser Hass brach sich freie Bahn. Im Laufen schoss sie. Es war ein Fehler. Sie hätte stehen bleiben müssen, um besser zielen zu können. So jagten die beiden Kugeln an den Frauen vorbei, und Jane hatte Glück, dass keiner der Arbeiter getroffen wurde. Nicht, schrie ich sie an, wir müssen näher heran. Ich weiß. Die Vampirinnen überlegten. Jedenfalls kam mir das so vor, denn sie taten nichts. Wir holten auf, und ich stoppte meinen Lauf, um auf Fiona zu zielen. Normale Kugeln konnten ihnen nichts anhaben, aber meine Waffe war mit geweihten Silbergeschossen geladen, und sie würden einen Vampir vernichten. Möglicherweise hatte Fiona das geahnt, denn sie reagierte sofort, kaum dass ich gestoppt hatte. Sie drehte sich zur Seite, packte einen der Arbeiter mit der freien Hand und schleuderte ihn in meine Richtung. Dann schrie sie ihrer Freundin etwas zu, was ich nicht verstand, aber die Lage änderte sich. Ich musste dem torkelnden Mann ausweichen und war deshalb abgelenkt. Dabei hörte ich Chains schrille Stimme, die ebenfalls etwas rief, aber nicht schoss. Als ich wieder freie Sicht hatte, waren die beiden Blutsaugerinnen auf der Flucht. Ich wusste nicht mal, ob es eine wirkliche Flucht war, aber mit den erbeuteten Kettensägen rannten sie weg und verschwanden beide durch eine Tür, die sie aufgerissen hatten. Keiner von uns wusste, wohin die Tür führte. Jane und ich nahmen uns die Zeit, einen Arbeiter danach zu fragen. Er konnte erst nicht sprechen, und wir mussten nachfragen. Dann war er bereit. Es ist der Ausgang, der Notausgang, meine ich. Wohin führt er? In eine Seitengasse, mehr weiß ich auch nicht. Danke. Wir hatten hier keine Ruhmesblätter geerntet. Irgendwas war falsch gelaufen, aber wir suchten auch nicht nach Entschuldigungen. Man ist nicht immer perfekt. Jedenfalls hatte es keinen Toten gegeben, und das war schon viel wert. Jane war bereits vorgelaufen und stand an der Tür. Ich eilte zu ihr. Hinter mir hörte ich die Rufe der Arbeiter. Wieder heulte eine Sirene auf, aber das kümmerte uns nicht. Wir mussten die Wiedergängerinnen erledigen. Ich glaubte nicht, dass es einfach werden würde, denn im Freien gab es genügend Verstecke. Eines stand fest. Sie brauchten Blut. Diese Nacht sollte zu ihrer werden, und durch die beiden Kettensägen waren sie in der Lage, die Menschen noch stärker zu verunsichern. Für uns würde es eine Jagd geben, das stand fest. Alle Vorteile lagen auf den Seiten der Vampirinnen. Mit Hilfe ihrer Waffen konnten sie die Menschen in die Enge treiben, um denen dann das Blut aus den Adern zu saugen. Der Notausgang war beleuchtet. Das Licht fiel gegen die grauen Mauern. Der Gang dahinter war auch nicht besonders lang, denn die weite Tür hob sich gut sichtbar ab. Wir gingen nicht davon aus, dass die beiden Vampirinnen unbedingt unser Blut trinken wollten. Für sie war es wichtig, uns zu vernichten. Da waren sie mit ihren Kettensägen perfekt ausgerüstet. Dass der Fall eine derartige Wendung nehmen würde, damit hatte ich nicht gerechnet. Jane sprach dieses Thema ebenfalls an, als wir auf die Tür zuliefen. Sei nur auf der Hut, flüsterte ich. Plötzlich musste sie lachen. Weißt du, wen wir vergessen haben? Wen denn? Justine, ich glaube nicht, dass sie sich in mein Haus zurückgezogen hat. Vor der grauen Tür blieb ich stehen. An die Cavallio hatte ich nicht mehr gedacht. Für einen Moment starrte ich Jane an. Glaubst du mir nicht? Doch, jetzt schon. Ich frage mich nur, was sie davon hat, verdammt noch mal. Keine Ahnung. Vielleicht wollte sie bestätigt sehen, wie gut sie noch ist. Janes Schultern zuckten. In der letzten Zeit ist sie ja recht inaktiv gewesen. Das mochte alles stimmen, aber das brachte uns nicht weiter. Denn jetzt galt es, die zwei Wiedergängerinnen zu finden. Und ich zerrte die Tür auf. Dunkelheit und kalte Luft. Wir waren tatsächlich ins Freie gelangt. Von den Lokalen war hier in dieser schmalen Seitengasse nichts zu sehen, und ich dachte daran, dass ich mich schon mal an der Rückseite des Schlachthauses befunden hatte. Diesen Ort konnten wir erreichen, wenn wir nach links gingen. Das wollte ich nicht. Die Gegend dort war zu einsam. Gestalten wie Fiona und Rachel waren immer darauf bedacht, dorthin zu gelangen, wo das warme Blut in den Adern der Menschen pulsierte. Wir können uns auch trennen, schlug Jane vor. Nein, auf keinen Fall. Wir bleiben zusammen. Komm jetzt. Nach rechts? Sicher. Die Tür fiel hinter uns zu, als wir uns auf den Weg machten. Die Gasse war so schmal, dass kein Fahrzeug sie durchfahren konnte. Für Personen war sie okay, und so gingen wir dorthin, wo noch immer das Leben tobte. Allerdings hatten wir Pech, denn die Gasse endete vor einer Mauer, und in der war keine Tür. Jane fluchte. Ich schaute an der Mauer hoch und stellte fest, dass wir es schaffen konnten. Ich legte meine Hände zusammen und Jane Collins wusste Bescheid. Sie trat mit dem Fuß hinein, stemmte sich ab und streckte die Arme hoch, so dass sie die Kante umfassen konnte. Ich drückte nochmal nach und Jane kletterte auf den Rand, wo sie erstmal sitzen blieb. Für mich allein war sie etwas hoch, aber Jane legte sich auf den Bauch und streckte mir ihre Hand entgegen. Mit der anderen klammerte sie sich fest. Sie zog mich nicht hoch, aber sie unterstützte mich, und so war es auch für mich leichter, die Krone zu erreichen. Nach einer knappen Drehung saß ich so, dass ich auf die andere Seite und schon auf das Terrain schauen konnte, in dem alles begonnen hatte. Noch immer ging es dort recht lebhaft zu. Zwar nicht so laut wie im Sommer, aber noch immer irgendwie unwirklich. Die Leute bekamen einfach nicht genug von ihrer Party. Ich sprang zuerst nach unten, kam gut auf, und fing Jane ab, als sie von der Mauerkante rutschte. Jetzt geht es mir besser, flüsterte sie. Okay, dann mal los. Wer sich hier austobte, der wollte die Normalität hinter sich lassen. Das war legitim, solange nichts passierte und man seinen Nebenmann in Ruhe ließ. Zwei Vampirinnen mit Kettensägen würden dieses Idyll grausam zerstören. Noch war nichts zu hören, als wir uns unter die Leute mischten. Wir gingen ein paar Meter und blieben nahe einer Feuertonne stehen, um uns einen ersten Überblick zu verschaffen. Es war wie immer, wie wir es kannten. Es gab keine Panik, es waren auch keine Gestalten zu sehen, die sich bewaffnet hatten. Zwei Gruppen leicht angetrunkener junger Leute sangen irgendwelche Lieder, die in kein Gesangbuch gepasst hätten. Sollen wir jemanden fragen? Die Idee war nicht schlecht, doch ich stimmte Jane nicht zu. Nein, wir würden uns entweder lächerlich machen oder dafür sorgen, dass die Menschen Angst bekommen. Richtig. Wir suchen weiter. Ich wollte gehen, als Jane gegen meine Schulter tippte. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich müssen. Wieso nicht? Sie war etwas unsicher, und so klang auch ihre Antwort. Zwar kann ich mich nicht in diese Wiedergängerinnen hineinversetzen, aber manchmal reagieren sie wie Menschen. Möglich, gab ich zu. Aber was bedeutet das für uns? Ich habe mir gedacht, dass sie unter Umständen an einen Ort zurückkehren, den sie schon kennen. Jetzt war alles klar. Du denkst an das Halfmoon? Ja, John, genau das meine ich. Da hatte Jane einen guten Gedanken gehabt. Ehe wir hier herumliefen und die beiden suchten, war es schon besser, uns auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren. Die Idee ist gut. Sollen wir? Und ob? Ich wollte nicht eine Sekunde länger warten. Immer mehr gelangte ich zu der Überzeugung, dass Jane recht haben könnte. Und ich hätte mir immer Vorwürfe gemacht, wenn wir ihrer Idee nicht nachgegangen wären. Der Halbmond über der Tür grüßte noch immer. Und trotzdem war etwas anders geworden. Wir standen vor einer geschlossenen Tür, und ich spürte, dass sich mein Herzschlag beschleunigte, denn ich glaubte nicht, dass das hier normal war. Hinzu kam das Schild mit der Aufschrift Closed. Jane lachte. Glaubst du, dass sie hier freiwillig zugemacht haben? Nein. Ich probierte es. Die Tür hatte eine normale Klinke. Schnell stellte ich fest, dass man den Eingang nicht abgeschlossen hatte. Die Tür ließ sich nach innen bewegen, allerdings nicht so weit, als dass wir hätten hindurchgehen können. Sie war irgendwie von innen verkantet worden. Und jetzt? fragte Jane. Sollen wir ein Fenster einschlagen? Nein, wir versuchen es. Hilf mir bitte. Gemeinsam stemmten wir uns gegen die Tür. Und wir schafften es tatsächlich, sie nach innen zu drücken, denn sie war nicht durch einen Keil verkantet worden. Man hatte einfach nur einen schweren Gegenstand vor sie gestellt. Ich tauchte als erster in das Haus ein. Augenblicklich fiel mir die Ruhe auf. Es spielte keine Musik mehr und mir fiel auf, dass es dunkler war als bei meinem ersten Besuch. Jane folgte mir. Auch ihr kam die Szenerie nicht geheuer vor. Wir nahmen uns trotzdem die Zeit, die Vitrine wieder gegen die Tür zu drücken. Andere Gäste sollten nicht reinkommen. Wir zogen unsere Waffen und wandten uns nach links. Dort hatten wir eine bessere Sicht. Noch war nicht viel zu sehen, aber zu hören, denn das grelle Frauenlachen bewies uns, dass wir hier genau richtig waren. Dann wollen wir mal, sagte Jane leise, und die Gänsehaut auf ihrem Gesicht war nicht zu übersehen. Sie waren die Siegerinnen. Sie hatten alles im Griff, und die Gäste hier wussten jetzt, dass es kein Spaß war. Die beiden Vampirinnen waren methodisch vorgegangen. Die Tür hatten sie versperrt, dann waren sie weiter ins Lokal hineingelaufen, und hatten durch ihre Sägen bewiesen, wer sie waren. Sie hatten sie eingestellt, und allein das Geräusch dieser Sägen war für die meisten wie ein Todesgruß gewesen. Die Gäste hatten sich die kleine Tanzfläche selbst geschaffen, und genau dort standen Fiona und Rachel Rücken an Rücken. Sie hatten gewartet, bis sich die Aufregung gelegt hatte, und dann angefangen, von einem Blutfest zu sprechen, das der Höhepunkt dieser Nacht sein sollte. Blut wird fließen, hatte Fiona geschrien. Euer Blut, fügte Rachel hinzu. Und es wird uns schmecken. Wir können euch auch zerteilen und so tun, als wären eure Körper tote Schweinehälften. Sie lachten beide, als sie das Entsetzen erkannten, das sich in die Augen der meisten Gäste geschlichen hatte. Auch wenn jemand die Polizei ruft, ihr habt keine Chance, rief Rachel. Denn wir sind keine Menschen mehr, sondern genau das. Nach diesem Satz riss sie ihren Mund auf, was auch Fiona tat, und so sahen die Gäste die spitzen Vampirzähne, die bereit waren, sich in Hälse zu schlagen, um Blut zu schlürfen. Sie sind echt, rief Fiona. Verdammt echt sogar. Das hier ist kein Spiel und auch kein Film. Es gab keine Reaktion. Es war auch nicht zu sehen, ob die Leute die Erklärung ernst nahmen. Trotzdem lachte im Hintergrund jemand auf, das gefiel ihnen nicht. Was ist los? rief Fiona. Aus welchem Film seid ihr denn gekommen? Der Film heißt Wirklichkeit. Ach ja? Komm her und überzeuge dich. Beide wussten, dass sie ein Exempel statuieren mussten, um ernst genommen zu werden. Eine Gegenstimme konnte die Lage kippen, und das wollten sie auf keinen Fall. Traust du dich nicht? rief Fiona. Keine Sorge, ich bin bald bei euch, ihr coolen Vampirhexen! Der Besucher schob sich nach vorn. Er war groß. Sein kurzes Haar hatte er gebleicht. Auf seinem Kopf wirkte es wie ein helles, gesträubtes Fell. Er trug eine rote Lederhose und ein schwarzes Hemd, auf dessen Brust sich einige Kettenglieder verhakt hatten. Hier bin ich! Er blieb stehen und stemmte die Hände in die Hüften. Wie schön! flüsterte Fiona. Ich rieche es bereits. Was riechst du? Dein Blut. Willst du es trinken? Ich bin geil darauf. Dann versuch es. Niemand griff ein. Die Gäste waren fasziniert und abgestoßen zugleich. Sie warteten darauf, dass jemand reagierte, und das tat Fiona. Sie schlug mit der Kettensäge zu. Der Stahl traf das Gesicht mit der flachen Seite, so daß es nicht aufgerissen wurde. Aber einige Zähne der Kette waren schon über die Haut geglitten und hatten sie aufgerissen. Der Schlag hatte den Mann völlig unvorbereitet getroffen. Er konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten und sackte zusammen. Ein Tritt gegen die Schulter schleuderte ihn auf den Rücken. Und so klotzte er von unten her gegen die beiden Gesichter mit den offenen Mäulern. Das mache ich, sagte Rachel. Gut, aber lass mir was übrig. Ungern. Rachel trat dem Mann in die Seite. Komm hoch, du Arsch. Die große Klappe war bei ihm nicht mehr vorhanden. Der Typ mit den bleichen Haaren wusste plötzlich, dass er sich übernommen hatte. Sein Gesicht zeigte einen ängstlichen und abwehrenden Eindruck. Die Augen hielt er weit aufgerissen und ließ die beiden Blutsaugerinnen nicht aus dem Blick, als er sich schwerfällig in die Höhe stemmte und es auch schaffte, sich hinzustellen. Noch waren die Kettensägen nicht in Betrieb, aber jeder Zuschauer wartete darauf, obwohl er sich davor fürchtete. So etwas musste einfach eintreten. Die beiden hatten die Waffen nicht grundlos mitgebracht. He, wie heißt du denn? Ossi. Schön, Ossi. Fiona grinste. Ich möchte immer gern wissen, wessen Blut ich trinke. Sie lachte. Du kannst sogar wählen zwischen dem klassischen Vampirbiss und der Säge. Ich werde mir erst deine Arme vornehmen und dann deine Beine. Und alle, die hier sind, können zuschauen. Ossis Gesicht verzog sich und sah aus, als wollte er weinen. Das ist doch krank, jammerte er. So was glaube ich nicht. Fiona griff nach ihm. Sie war das Diskutieren leid. Sie wollte ein Ende machen und hatte nicht mit seiner Reaktion gerechnet, denn Ossi wusste, dass das hier kein Spaß mehr war und er zog die entsprechenden Konsequenzen. Bevor ihn die Finger noch richtig greifen konnten, schlug er die Hand zur Seite, schaffte sich so freie Bahn und rannte weg. Er rammte noch Rachel mit der Schulter, bevor die eingreifen konnte. Sein Fluchtweg führte ihn auf den Eingang zu. Er hörte hinter sich das Lachen und danach den hämischen Kommentar. Dort ist zu. Ossi achtete nicht darauf. Die Panik trieb ihn weiter, und genau in zwei fremde Arme hinein. Ich hatte Jane zur Seite gedrückt, um eine bessere Position zu haben. Die Detektiven und ich waren Zeuge dessen geworden, was sich auf der Fläche vor uns abgespielt hatte. Wir hätten schon längst eingreifen und schießen können, aber wir hatten es gelassen. Die Wiedergängerinnen standen noch zu nahe an den Menschen. Zudem war das Schusslicht nicht besonders, und einen Unschuldigen wollten wir nicht treffen. Beide spielten mit den Ängsten eines Mannes, der ihnen nicht hatte glauben wollen. Und als er es begriffen hatte, blieb ihm nichts anderes übrig als die Flucht. So rannte er auf uns zu und wurde von mir gestoppt, was ihn für einen Moment unbeweglich machte, bevor er anfing zu schreien. Es war nur ein kurzer Laut, denn ich presste ihm meine Handfläche auf den Mund. Ich zischte die Worte in sein Ohr Hören Sie auf, bleiben Sie ruhig, wir tun Ihnen nichts. Er zitterte. Um Jane musste ich mich nicht kümmern. Sie hielt ihre Blicke auf die Szene gerichtet, die sich auf der Tanzfläche abspielte. Dort nahm er noch nicht die Verfolgung auf, aber die beiden würden den Mann nicht laufen lassen. Eine Blöße konnten sie sich nicht geben, das kratzte an ihrem Image. Ich nahm meine Hand wieder von den Lippen des Mannes weg. Sie werden jetzt einfach nur hierbleiben und nichts tun, ist das klar? Er starrte mich an. Ob das klar ist? Er öffnete den Mund und presste so etwas wie ein Habe verstanden hervor. Dann ist es okay. Hey! Der Ruf einer Frauenstimme erreichte uns. Bist du noch da, Ossi? Ich legte einen Finger auf meine Lippen, um ihm zu zeigen, dass er schweigen sollte. Er begriff und nickte. Da kommt Rachel, meldete Jane. Sie will ihn wahrscheinlich holen. Gut. Bleiben wir hier oder? Jane konnte den Satz nicht beenden, denn sie erhielt eine besondere Antwort, die auch ich mitbekam. Ohne die Kettensäge war Rachel nicht unterwegs. Und deren Motor stellte sie an. Plötzlich hörten wir wieder dieses nervtötende Geräusch, das wir schon aus dem Schlachthaus kannten. Es war wie eine Melodie des Todes. So etwas wie die Begleitmusik der Hölle. Und das warf unsere Pläne über den Haufen. Ein Anschleichen war nicht mehr möglich, wir mussten uns stellen. Okay, Jane, bleib du hinter mir, sagte ich und ging vor. Es war nicht richtig hell. Ich schritt in diese Dämmerung hinein, hatte meine Waffe gezogen und sah die blonde Blutsaugerin näher kommen. Sie hielt ihre mörderische Waffe schräg vor ihrem Körper, sah mich jetzt und hatte mit meinem Erscheinen nicht gerechnet, denn sie blieb abrupt stehen. Trotz der nicht eben guten Lichtverhältnisse fiel mir schon auf, wie überrascht sie war, denn sie hatte einen anderen Menschen erwartet. Die Kettensäge vibrierte. Ich sah es am Zittern des Stahlplatz. Es war hungrig. Es wartete ebenso auf Beute wie die Trägerin selbst. Sie sprach mich nicht an, doch ich stellte fest, dass sich ihr Blick an meiner Beretta festsaugte. Meine Stimme klang so laut, dass sie das Geräusch der Säge übertönte. Okay, ich weiß, wer du bist. Ich will dir nur sagen, dass ich mit eurer Art meine Erfahrungen gemacht habe. Im Magazin dieser Waffe stecken geweihte Silberkugeln, und du solltest wissen, was das für eine Gestalt wie dich bedeutet. Rachel schüttelte den Kopf, als wäre das Vibrieren der Waffe auf sie übergegangen. Ihre Freundin Fiona hielt sich im Hintergrund auf und tat erst mal nichts. Ich wusste auch nicht, ob sie Jane und mich sah, weil Rachel zwischen uns stand. Hast du mich verstanden? fuhr ich sie an. Sicher. Dann wäre es besser für dich, die Kettensäge fallen zu lassen und dich in dein Schicksal zu ergeben. Gestalten wie du dürfen einfach nicht auf dieser Erde herumlaufen. Sie schwieg. Aber sie leckte ihre Lippen, und das deutete nicht darauf hin, dass sie aufgeben wollte. So war es auch. Es begann mit einem Schrei. Dessen Echo hing noch in der Luft, als sie vorrannte, um mich mit der Kettensäge zu zerteilen. Es blieb mir kaum Zeit darüber nachzudenken, wie ich reagieren sollte. Zudem gab es nur eine Möglichkeit, und die steckte im Magazin meiner Beretta. Ich legte auch noch die linke Hand um den Griff, denn einen Fehlschuss durfte ich mir nicht erlauben. Dann schoss ich. Zwei Kugeln jagte ich aus dem Lauf und auf die stürmende Rachel. Sie hatte die Arme in die Höhe gerissen. Sie deckten jetzt nicht mehr ihre Brust, und das galt auch für die Kettensäge. Die Geschosse trafen. Ich hörte einen wilden Schrei, aber die Kugeln hatten es nicht geschafft, Rachel zu stoppen. Sie lief auch jetzt noch auf mich zu, und ich machte mich bereit, in Deckung zu hechten. Auf einmal gaben ihre Knie nach. Nach einem Stolperschritt brach sie zusammen. Sie drehte sich dabei, landete auf der Seite und auch auf dem Rücken. Sie schrie, sie trampelte, sie hielt die Kettensäge noch fest und hatte die Arme angehoben. Dann wurde ihr die Waffe zu schwer. Sie sagte ebenso nach unten wie die Arme, und sie wurde dabei nicht ausgeschaltet. So kam es, wie es kommen musste. Plötzlich lag die Kettensäge auf dem Körper der Frau. Da sie nicht mehr festgehalten wurde, bekam sie auch keinen Druck, aber sie schlitzte die Kleidung trotzdem auf und ritzte auch die Haut an. Ob Blut aus dem Schnitt strömte, sah ich nicht, nur die Kettensäge rutschte von ihrem Körper weg. Eine war erledigt. Und die zweite Unperson? Sie hieß Fiona, und sie hatte alles gesehen. Wie eine zum Angriff bereite Amazone stand sie geduckt auf der Stelle, umgeben von den Menschen, denen sie das Blut hatte aussaugen wollen. Sie musste Rachels Ende gesehen haben, aber sie war offenbar so geschockt, dass sie nichts tat, bis sich Jane Collins auf sie zubewegte. Plötzlich durchzuckte es sie wie ein Schlag. Zwar hielt Jane auch eine Waffe fest, und sie war bereit zu feuern, aber dazu kam sie nicht mehr, denn Fiona stellte die Säge an und drehte sich um. In ihrem Wahnsinn war sie unberechenbar, und das bekamen wir in der nächsten Sekunde zu sehen, denn mit der verdammten Waffe griff sie die Menschen an. Wie gerne hätte ich mir Suko's Stab gewünscht, mit dem ich die Zeit für fünf Sekunden hätte anhalten können. Aber Suko war weit weg und sein Stab auch. In dieser mörderischen Nacht gab es nur Jane Collins und mich. Fionas Angriff war mit einem Schrei verbunden. Der war kurz zuvor aufgegellt, und er hatte die Gäste gewankt. Plötzlich funktionierten bei ihnen die Überlebensinstinkte. Keiner blieb mehr an seinem Platz stehen. Die Leute spritzten auseinander, als wäre eine Bombe zwischen sie gefallen. Und so fand Fiona kein direktes Ziel. Sie drehte sich noch um ihre eigene Achse, suchte nach einem Körper, den sie zerstückeln konnte. Ich war bereits auf dem Weg. Mit der Beretta konnte ich im Augenblick nichts anfangen. Weil einige Gäste in wilder Panik auf den Eingang zurannten. Nicht alle, denn ein paar von ihnen waren in den Hintergrund gelaufen und versuchten dort Deckung zu finden. Ich musste denjenigen ausweichen, die sich mir in den Weg stellten. Ich wollte freie Bahn für einen Schuss auf Fiona haben, deren Wutschreie mir den Weg wiesen. Sie war noch immer auf der Suche nach Opfern. Das bekam ich zu sehen, als ich mich zur Seite drehte und für einen Moment freie Sicht hatte. Sie hatte ein Opfer gefunden. Nein, es waren sogar zwei. Ein Paar, das sie in die Enge getrieben hatte, aber beide hatten gut reagiert und sich jeweils einen Tisch geschnappt, den sie als Deckung vor ihre Körper hielten. Er war natürlich keine ultimative Waffe gegen die Zähne der Kettensäge, aber einen ersten Angriff würde die Tischplatte schon aufhalten. Fiona wollte die beiden haben. Sie sprang nach vorn und die Säge bis im nächsten Moment zu. Sie sägte in das Holz hinein. Sie hinterließ einen Riss, der wenig später immer tiefer wurde, und der Tisch würde in den nächsten Sekunden nur noch aus zwei Hälften bestehen. Das wusste auch der Mann, der ihn festhielt. Er ließ ihn los und schleuderte ihn nach vorn. Dann rammte er seine Freundin, um mit ihr aus der Gefahrenzone zu rennen. Sie hatte den Tisch vor Schreck losgelassen. Nur war er so gefallen, dass sie beim Gehen beide darüber stolperten. Und so war ihre Flucht schon beendet, bevor sie richtig begonnen hatte. Beide stürzten. Jetzt wussten sie die Vampirin mit ihrer Kettensäge hinter sich, und ihre Chancen gab es nicht mehr. Ich aber hatte mir freie Bahn verschafft. Es gab keine Gäste mehr, die mich behinderten. Ich sah den Rücken der Blutsaugerin vor mir, die ihre Motorsäge senkte, um die beiden Menschen zu töten, wobei sie sich am Fluss des Blutes ergötzen würde. Ich sprach sie nicht an. Sie kannte keine Rücksicht, und ich durfte sie auch nicht kennen. Deshalb jagte ich ihr ein geweihtes Silbergeschoss in den Rücken. Ob es reichte, wusste ich nicht. Ich konnte mir nur die Daumen drücken, und natürlich auch den beiden Menschen, die vor der Blutsaugerin lagen. Der Treffer in den Rücken war bei ihr mit einem Faustschlag zu vergleichen, der sie nach vorn trieb. Zugleich holte der Motor der Kettensäge auf. Dann sagte Fiona nach vorn, und rammte die Säge in ein Ziel. Es war kein Mensch, ich hörte auch keinen Schrei und sprang über im Weg liegende Stühle hinweg, um so rasch wie möglich bei ihr zu sein. Fiona war auf den Bauch gefallen, und so rutschte sie auch weiter, trotz der Kugel in ihrem Rücken. Sie drehte sich um, schaute in die Höhe und auch an der Säge vorbei. Nur so konnte sie mich sehen. Ich war bereit, ihr eine zweite Kugel in den Kopf zu jagen, doch das musste ich nicht mehr. Denn es war zu sehen, wie die Kraft aus ihrem Körper rann. Denn sie schaffte es nicht mehr, die Säge zu halten. Die Arme knickten ein. Dann sank auch die Säge nach unten, fiel auf ihren Körper und wurde nicht ausgeschaltet. Fiona hatte das Pech, dass die scharfe Kante des Sägeplatz auf ihren Hals gefallen war. Sie vibrierte noch weiter und schnitt dabei in die Kehle hinein, als wollte sie der Blutsaugerin als letzten Gruß noch den Kopf absägen. Das wollte ich nicht zulassen. Ich ging hin, bückte mich und stellte den Motor ab. Es kehrte nicht die tiefe Stille ein. Dennoch kam es mir so vor, weil das Geräusch der Kettensäge nicht mehr zu hören war. Das Paar, das in höchster Gefahr geschwebt hatte, lebte noch. Keiner der beiden war verletzt worden. Sie halfen sich gegenseitig auf die Beine, starrten mich für einen Moment an, bevor sie auf den Ausgang zurannten, wo die Tür inzwischen weit offen stand und kalte Luft in das Lokal drang, die ich ebenfalls spürte. Ich war jetzt allein. Das änderte sich, als Jane Collins auf mich zukam, mich anschaute, dann diese schlimm aussehende Fiona und immer nur flüsterte Mein Gott, mein Gott. Wir hatten es geschafft, aber ich empfand kein Triumphgefühl. Ich war nur froh, dass keine Unschuldigen in Mitleidenschaft gezogen worden waren, was bei unseren Einsätzen leider nicht immer der Fall war. Noch im Lokal hatte ich das getan, was zu tun war. Ich hatte die Kollegen angerufen, denn die Leichen der beiden jungen Frauen mussten weggeschafft werden. Dabei hätten sie ein wunderbares Leben haben können, sagte Jane mit leiser Stimme. Ich hob nur die Schultern. Sie sprach weiter. Und wen trifft die Schuld? Justine Carvalho. Genau die, knirschte Jane. Eine Person, die auch noch bei mir wohnt, verflucht. Ich legte ihr meine rechte Hand gegen den Rücken. Komm, lass uns nach draußen gehen. Jane hatte nichts dagegen. Auch ihr würde die frische Luft guttun. Die Gäste, die mit dem Schrecken davongekommen waren, hatten sich vor dem Halfmoon versammelt. Sie wussten, was wir letztendlich geleistet hatten, doch sie wagten es nicht, uns anzusprechen. Und noch jemand hatte sich eingefunden. Justine Carvalho hielt sich zwar im Hintergrund auf, war aber gut zu erkennen. Sie winkte uns zu, und wenig später stand sie neben uns. Was willst du? fauchte Jane sie an. Die Vampirin lachte. Es war stark, nicht? Ein tolles Experiment. Halt dein Maul! Reg dich nicht auf, Jane. Schließlich habe ich bewiesen, wie wichtig ich bin. Das verstanden wir beide nicht, aber die Cavallo erklärte es uns. Ihr regt euch doch immer darüber auf, dass ich diejenigen töte, deren Blut ich getrunken habe. Jetzt seht ihr mal, was passieren kann, wenn ich es nicht tue. Mehr sagte sie nicht. Dafür lachte sie auf und verschwand in der Dunkelheit wobei sie zwei frustrierte Menschen zurückließ, die ihrer schon perversen Logik nicht folgen konnten.